White Russians, über 18 Stunden Zeitverschwendung, auch für dich. Letzte Folge war ja wieder Downtime-Folge, also noch ein bisschen Billy und Jojo-Talk nach der Sache mit Gunfist. Ein Gespräch zwischen Billy und ja, dem Sprite, der dringend einen anderen Namen braucht. Also das wird sonst sehr anstrengend irgendwann. Das Gespräch von Sonja und Billy bezüglich des Clowns von Pelzens. Von Pelzen ist das. Das wird jetzt nicht gleich kommen, da muss ich euch enttäuschen. Ich hab's auf dem Schirm, es wird auch sicherlich sehr amüsant werden, aber halt nicht gleich. Des Weiteren Jojo und Professor Dr. Nikolai Ivanovic, sowie Jojo und ihr Stecher, also ohne Hepzen. Wortwitz, yay! Ach übrigens, ganz wichtig, es verhält sich so, dass Flummi ein bisschen was zu tun hat, so mit diesem Leben außerhalb der Runde. Weiß auch nicht genau, was das sein soll, aber ist ja nicht so schlimm. Deswegen kommt sie vielleicht nicht gleich nach, die Tattoos hochzuladen, die Jojo jetzt hat. Ihr müsst einfach sie ganz, ganz oft nerven. Und schreibt da einfach 1000 Kommentare auf die Seite und dann geht das schon. Dann wird vielleicht was passieren. Genau, und heute ist noch ein bisschen mehr Downtime. Heute geht auch die Episode 1 zu Ende. Ohne Knall und Fall, ohne episches irgendwas, so ist man das ja gewohnt, das muss man ja auch mal ruhig ausklingen lassen, es war ja Weihnachten. Und was noch wichtig wäre, ist, dass es die Folge müsste es eigentlich sein, dass wir was auspiepen mussten, besser gesagt, das was auspiepen musste, das war schon mal so in Session 3 oder 4, weil da ein Wort, was Pocket Monster sehr ähnlich war, sehr oft benutzt wurde. Und wenn ich wusste, wie das mit irgendwelchen Rechten ist und YouTube gerade ein bisschen ausrastet und ja, wir wollen ja unseren ganz epischen Shit hier auch nach oben lassen. In der Folge ist es so, dass diesmal ein anderer Name als Flummi rausrutscht. Ihr müsst wissen, die heißt gar nicht wirklich so. Die heißt ja eigentlich Melitta von Bismarck. Übrigens Mailadresse melitta@buttplug.com. Und das will sie halt nicht im Internet verbreiten und deswegen mussten wir das rauspiepen. Das hat also nichts mit unseren Rechnern zu tun. Und das war's jetzt auch von mir. Viel Spaß. Billy kommt bei genau. Jojo an. Ihr hattet euch ausgemacht, dass sie sie abholt vom Parkplatz, weil das ja nicht wirklich weit weg ist. Im Nachhinein erweist sich das als gute Idee. Unterbrich mich nicht, wenn ihr das anders ausgemacht habt. Ich war nicht da, das ist mir egal. Was, da ist die Welt aber einfach nicht dicht, Mann. Ey, die Welt ist so dicht wie ich, also ziemlich. Okay. Auf jeden Fall empfindet Billy das vermutlich... Ich will ja nichts vorschreiben, aber vermutlich als gute Idee. Denn wenn du aussteigst, siehst du ein paar Typen an der Wand lehnen, die sich wo gerade was gegeben haben, die dich schon so ein bisschen beäugen. Der eine etwas, naja, sagen wir einfach mal gieriger, also dem fehlt nur noch der Sabber vor dem Mund, dann weißt du, was abgeht. Der andere etwas aufmerksamer, es scheint so, als würde man erkennen, dass du unter Umständen leichte Beute sein könntest, wenn man dich abziehen wollte. Das Jojo ihren Comlink rapimmelt. Hallo, hallo, hallo. What the fuck hast du mich hier... Was geht denn hier ab? Hier. Wie, du wohnst warte, hier? Warte, ich bin gleich da. Komm runter, verdammte Scheiße, ich hab die Knöpfe unten im Auto. Na, ich bin doch gleich da, gib mir noch 2 Minuten. Ich bin schon auf dem Weg, Mensch. Bitte, schnell, bitte. Du musst doch bitte. Keine Angst haben. Jawohl. Guck wovor mal, denn? Was hier für Typen rumstehen? Die sind immer da. Oh Gott. Ey, sag mal, Süßer, was kostet eine dich. Stunde? Ich schau dir in die Fresse, mach dich ab. Ich wollte nur fragen, Alter. Ja, geh weg. Ein Fuffi oder was? Geh weg. Entspann dich mal, ganz, ganz ruhig. Einfach mach dich mal ein bisschen locker. Er streckt die Hand Richtung deines Gesichtes aus, so Moment. Mit 2 Fingern. Ich sitze noch im Auto, ich habe die Knöpfe unten, habe ich gesagt. Ach so. Ich sitze im Auto. Na, du hast das Fenster runtergekrubbelt für einen besseren Matrix-Empfang, sonst wäre das ja jetzt doof. Er streckt die Hand so ein bisschen in die Richtung aus, du kannst die Fensterscheibe hochmachen, ja. Und ich zieh die Hammerli und heb's so durch den Spalt noch durch. Geh! Wow, ganz ruhig, Alter, ganz entspannt. Komm mal runter, ich wollte nochmal fragen. Mach ab! Jojo kommt dann auch zu dem Auto. Und was kostest du, Stunde? Verpiss dich! Wir kennen uns schon, wir hatten das Gespräch schon, erinnerst du dich? Vor 2 Tagen.
Oh, Alter, fick dich, du warst auch, das ist deine Frage. Natürlich, genau, ich war die nervige Kuh. So, und wenn du dich jetzt nicht abzischt und wenn du mich nochmal blöd von der Seite anmachst, dann schieb ich dir das Ding hier so weit in den Arsch, dass ich durch deinen Mund deinen Kumpel in den Kopf schießen kann. Also verzieh dich jetzt, okay? Ja, chill mal, ist ganz easy, Mann. Gut. Er geht dann wieder noch ein paar Schritte weg. Oha. Mädchen, komm schnell ins Auto rein, mach die Tür zu, schnell. Ich muss nicht ins Auto, komm raus. Wieso? Wie? Nein, ich komme hier nicht raus, ich bleib hier im Pink Panda sitzen. Was? Wo willst du denn hin? Zu mir nach Hause. Wie, zu dir nach Hause? Ja, zu mir nach Hause. Wo ist dein Zuhause? Den Wagen kannst du hier stehen lassen, 2 Minuten von hier. Bist du dir sicher? Ja. Du weißt, ich liebe mein Auto. Ich weiß, dass du dein Auto liebst, aber das machen wir schon klar. Guck mal, der Typ da vorne, dem sagen wir gleich Bescheid, dass der auf dein Auto aufpassen soll. Und dann funktioniert das auch. Ist Zappel irgendwo? Was? Nee, Zappel ist nicht da. Okay. Also der passt nicht auf mein Auto auf. Nee, Zappel ist doch gar nicht hier. Ach so. Aber das ist nicht schlimm. Mensch, du musst dir keine Sorgen machen. Das ist alles gut. Okay? Alles chillig. Lalelu, nur der Mann im Mond. Jetzt trau dich mal raus. Ich komme ja schon raus, ich komme ja schon raus. Ich hab dich noch gar nicht gebührend begrüßt. Du mich hast... Ja, das stimmt. Nimm mich mal in den Arm. Jojo, nimm sie in den Arm. Nicht hier, lass uns hier weggehen. Die Typen gucken schon wieder gar nicht. Nee. Lass die doch gucken. Die gucken immer blöd. Die haben sich nur was reingepfiffen. Wenn die nichts haben, sind die entspannter. Dann sind sie ein bisschen zappliger, aber dann sind sie entspannter. Und warum? Okay, nee, lass mal erstmal in die Wohnung gehen. Gut. Ja, Jojo geht mit ihr noch zu dem einen Typen. Du, hier, Ivan, pass mal bitte auf das Auto auf. Mach das Auto. Ha? Ja, klar, mach ich. Cool. Aber, Ha? Du hast Boy vorher nicht gesagt, offenbar, dass das eine übelste Limousine ist. Ich hab gesagt, dass das Auto ein bisschen mehr wert ist. Ja, Alter, das ist ein fettes Megateil. Sag das mal vorher ein bisschen genauer. Alles klar. Na, ich meine, da hab ich noch jetzt echt viel zu tun, weil, Alter, bei der Karre. Sag mal hier, Foxy, hast du keine, hast du denn keine Diebstahlsicherung? Natürlich habe ich eine drin. Dann machst du die mal an. Ja, natürlich habe ich die an. So, direkt hast du weniger zu tun. Ja, klar. Ich meine ja nur, geht nicht nur um Diebstahlsicherung. Die Leute, die kotzen es auch an, wenn jemand so eine fette Karre stehen hat. Ich weiß nicht, ob da Flasche gegenfliegt oder so. Und ich stelle mich nicht in den Weg nach Flasche. Passt schon, du kriegst das schon hin. Ich vertraue dir da. Was kostet dich denn, wenn du dich in den Weg von der Flasche wirfst? Na, gib mir mal noch einen Huni. Also gut, den lasse ich mir kosten. Dafür habe ich aber keine Flasche oder irgendwas anderes an meinem Auto später, okay? Wenn ich schnell genug bin, die Wurfbahn von einer Flasche abzupassen. Also sagen wir es mal so, ich gebe dir jetzt 50 und wenn später noch keine Flasche oder irgendwas dagegen geflogen ist, dann kriegst du die anderen 50, okay? Das klingt nach einem netten Deal. Alles klar, gebongt. Ja, er stellt sich jetzt auch ein bisschen näher an die Karre und öffnet seinen Mantel kurz, um quasi zu demonstrieren, dass er auch bewaffnet ist, guckt in die Richtung, du hast die Diebstahlsicherung an, also schlecht, legt er also nicht die Hand nochmal demonstrativ auf die Karre, aber er stellt sich demonstrativ daneben. Okay. Jojo geht mit Foxy weg. Du hast echt zu viel Kohle in den Wagen investiert. Das war ein Geschenk. Es haben echt einige Leute zu viel Kohle in den Wagen investiert. In das ganze Mädel, was vor dir steht. Um das akkurat auszudrücken. Naja. Oh, wie jetzt? Wie jetzt? Was denn? Wie, was meinst du jetzt, naja? Hä? Hä? Was hab ich denn jetzt Schlimmes gesagt? Ich weiß, was meinst du jetzt? Was? Nur naja. Wie? Ich weiß nicht, ob das zu viel Geld oder angemessen ist. Für was? Für deinen Lebenswandel, für das, was du willst. Ich auch nicht, lass uns was trinken jetzt schnell. Hallo? Du verwirrst mich. Ich mich auch. Mich doch nicht so sehr. Ich hab dich doch lieb und das weißt du auch. Ich verstehe nur nicht, wieso du die ganze Zeit mit so einer... Also ich verstehe schon, wieso du mit so einer Karre durch die Gegend fährst, aber irgendwie... Ist das noch etwas, woran wir noch arbeiten müssen?
An meinem Selbstbewusstsein jetzt oder an meiner Ja, an Karre? deinem Selbstbewusstsein auch und an deiner Karre auch. Ein paar Schrammen würden der super gut Nein! tun. Ich weiß, dass du das niemals zulassen würdest und es wäre ein Frevel an diesem Auto, aber irgendwie ist es immer so schwierig, sich gegenseitig zu besuchen, wenn man immer Angst um deine Karre haben muss. Oder um dich. Wie? Naja, das ist halt, ne, wie der Herr zu sagt, Scher. Ja. So, genau, da müssen wir jetzt Ja, rein. okay. Ja, wir kommen in einen Hinterhof. Es ist ein relativ, naja, was heißt relativ? Ein relativ großer Platz, doch, auf dem so zwei ineinander verschachtelte Gebäude stehen. Das eine Gebäude ist bemalt mit irgendwelchen Bildern, aber die Farbe blättert auch schon ab. Gott weiß, wann das mal irgendwann gemacht worden ist. Hat sich vermutlich irgendwer einen Spaß draus gemacht. Im Erdgeschoss ist eine Kneipe drin. Boys Kaschemme, steht da oben drüber. Irgendwie mit kleinen Fenstern, ein bisschen schummrig, der Laden sieht zumindest von außen so aus. Der hat einen separaten Eingang, der offensichtlich nach oben führt. Da geht Jojo jetzt mit dir hin. Das ist so ein Treppenhaus, also was heißt Treppenhaus, aber das ist so ein, halt so ein separater Aufgang quasi. Und in dem zweiten Gebäude, das da irgendwie direkt dran gebaut ist, siehst du um so ein Balkon, also da wohnen auch Leute und unten drin ist so ein Laden, der aber im Moment geschlossen hat, der sich wohl mit irgendwelchem, ja, Amuletten, Esoterik-Kram beschäftigt. Und warum hast du diese Nachbarschaft ausgesucht, Kind? Na, weil ich hier näher an Schofflino bin und weil ich die Vermieterin kenne und die eigentlich ganz chillig ist, ich hier genug Platz habe für den ganzen Kram, den ich unterbringen muss und die Möglichkeit habe, hier genug dran rumzuwerkeln, dass das auch alles passt und es bezahlbar ist. Und die Besitzerin hier eigentlich ziemlich gut auf den ganzen Kram aufpasst. Ich Okay. fand das eigentlich eine gute Sache hier. Okay. Ja dann. Ich hab gedacht, bei dir, weil Geldfrage wäre das dann oder so, keine Ahnung. Was? Nee, dass das eine Geldfrage wäre. Na, Ich es ist weiß auch nicht. eine Geldfrage, sicherlich. Ich muss genug Platz haben und da halt irgendwie auch, weiß ich nicht. Und ich mag eigentlich die Besitzerin hier ganz gerne, die ist ganz chillig, so. Also die ist halt ein bisschen, keine Ahnung, egal. Vielleicht lernst du sie ja irgendwann noch kennen. Auf jeden Fall ist das eigentlich ganz cool hier. Ich meine, die Gestalten hier rumhängen, okay, aber ich bin es gewöhnt. Das geht. Es ist halt schon heftig, finde ich, was es hier für Leute gibt anscheinend. Nö, es ist eigentlich gar nicht so schlimm. Ja, okay, du bist da ja sowieso anders Bisschen gepolt. vielleicht. Nee, ist ja Anderes okay, ich meine. gewöhnt, sagen wir es mal so. Es geht auch noch Okay. schlimmer. Geht das wirklich noch schlimmer? Oh Gott. Problemlos. Puh. Aber die Sightseeing-Tour erspare ich dir dann einfach mal. Bitte, vorerst. Da können wir auch nicht mit deinem Pink Panther hinfahren. So, Es sei denn, da, wir machen hier, ausschließen. Tarnfarben. Pass auf, da. Jojo macht die Tür auf und geht mit dir hoch. Eine, naja, was heißt schmale Treppe? Nicht unbedingt, aber sie ist jetzt ist schon finsteres, kleineres Treppenhaus. Von außen ganz nett streifig angestrichen. Auch da blättert die Farbe schon ab. Und schließt die Tür auf und dann kommst du in eine Wohnung. Sie ist wirklich noch nicht ganz fertig mit Streichen. Im Moment hat jede Wand eine andere Farbe. Das wäre Nur jetzt aber normalerweise auch nicht so ungewöhnlich, finde drei ich, Wände oder? noch nicht. Drei Wände sind noch weiß. Da scheint sie so ein bisschen angetestet zu haben, was sie da jetzt haben will, irgendwie. Ist aber wohl noch nicht entschieden. Und ansonsten sind da dieselben Möbel drin, die du auch aus ihrer alten Wohnung kennst. Ach, guck, Skateboardregal ist auch wieder da. Natürlich ist das Skateboardregal da. Glaubst du, ich lasse das da? Hallo? Das habe Das ich ist ja selbst auch toll. gemacht. Ist ja auch toll. Natürlich, das sind meine ganzen alten Skateboards. Zwei musste ich wieder flicken. Wieso? Hast du die kaputt gemacht? Ja. Wie das denn? Beim Transport? Nee. Ach doch, damals, als ich Ach das so. Regal gebaut habe. Ach so. Ja, das war halt, ne? Ich weiß auch nicht genau, wie ich das geschafft habe, aber ich habe es irgendwie geschafft. Ich fahre die Dinger halt auch meistens so lange, bis sie zusammenbrechen irgendwann. Aber Ja, Skateboard ist halt auch schon aus der Mode ein bisschen jetzt, ne? das macht so einen Spaß. Du machst dir gar keine Vorstellung davon, wie viel Spaß das macht. Möchte ich auch, glaube ich, nicht.
Aber das macht wirklich Spaß. Okay. Jojo setzt sich aufs Sofa, holt der Jojo raus, spielt irgendwie damit rum. Also macht jetzt keine Tricks, sondern hat einfach nur das Ding in der Hand und spielt halt so damit rum. Mit der Schnur und so. So, setz dich hin, wir haben noch ein bisschen Zeit. Ach, ich mix uns hier erstmal ein jetzt, Kollegin. Oh, stimmt, da war was. Jetzt Gläser her, jetzt wird angestoßen. Und warum trinkst du wieder? Na, weil ich jetzt wieder was trinken kann. Wie? Jetzt erzähl mir mal von A bis Z, was da jetzt, was, warum hast du nicht getrunken und warum trinkst du jetzt wieder und alles? Na, weil ich halt, das hab ich, also was mit dem blöden Ding los war, hab ich dir ja erzählt. Okay, und ja. Ich wusste halt nicht, ob das vielleicht noch irgendwelche komischen Auswirkungen hat oder irgendwelche Interferenzen hat oder irgendwas anderes, wenn ich jetzt zusätzlich zu dem Kram, den das Teil schon macht, auch noch anfange, Alkohol zu trinken. Und vielleicht beschleunigt das ja, weil irgendwie das ja auch die Hirnchemie beeinflusst, genauso wie irgendwelcher Kram, den man halt so nimmt, ne? Auf irgendwelchen Fäden. Deswegen dachte ich einfach, ist es vielleicht besser, wenn ich nichts nehme und oder nichts trinke und so weiter und so fort, damit das jetzt nicht noch zusätzlich irgendwelche Probleme macht. Und deswegen habe ich es gelassen. Und weil ich mir jetzt diesen komischen Nanoblocker habe eindingsen lassen, das war eklig. Durchs Auge, voll die Riesenspritze und dann durchs Auge. Ich meine, der hat mir vorher irgendwie was gegeben, damit also so eine Betäubung gegeben. Aber wenn du so siehst, wie die Nadel auf dein Auge zukommt und die wird immer größer und dann merkst du halt, wie irgendwas so dagegen drückt und dann merkst du irgendwann, wie dieser Widerstand nicht, weißt du, wenn... Okay. Was okay, denn? Okay, das ist okay. Du hast es sehr plastisch erklärt jetzt, Kind. Oh, ist okay. Okay, so war alles gut beim Doc, ne? Ja. Der ist abgefahren, ich sag's ja auch, aber der ist ein guter Mann. Ne? Ja, aber du verstehst schon, dass der ein bisschen komisch ist. Und ich sag's nochmal, wenn der irgendwie irgendeinen Scheiß baut, dann geh ich dahin. Der wird dir nichts tun. Versprochen. Der ist ein guter Mann. Das gute A. Nee, ernsthaft. Komm. Du wirst, also wir werden noch sehen. Also dann, das heißt, wir können jetzt wieder trinken. Ja, wir können jetzt wieder trinken. Kriegen wir heute Abend einen Tee? Hä? Kriegen wir heute Abend einen Tee? Na, da gibt's eine Menge, was du haben willst halt. Anatoli hat fast alles da. Wer ist denn Anatoli? Na, da, wo wir hingehen. Ach so. Anatoli ist cool. Okay. Ja, ich lass mich mal überraschen. Du bringst mich ja immer in die abgefahrenen... keine Ahnung, wie man dazu sagt. Ja, und du wirst da auch noch ein paar... Weiß ich nicht. Paar? Du wirst Gleichgesinnte finden. Gleichgesinnte? Na, da gibt's immer die kleinen Bitches, die da rumrennen. Entschuldige bitte, hast du mich gerade als kleine Bitch bezeichnet? Ich bin die große Bitch! Okay, du bist die große, das sind dann die kleinen. Okay. Das lasse ich mir gefallen. Sagen wir, sie sind, du bist das, was sie gerne wären. Hä? Bitch mit Stil. Oh. Na dank, jetzt will sich aber gerade wieder was gut machen hier, oder? Ich dachte, ich hole mir einen kleinen Kredit raus. Es kann sein, dass mir im Laufe des Abends vielleicht noch was ausrutscht. Okay. Dann bin ich mal gespannt, was das heute Abend wird hier. Hör mal. Das wird voll cool heute Abend. Ja, was denn? Pass mal auf, ich habe mir ein paar Gedanken gemacht. Ha? Und ich, weil du weißt ja den Scheiß, den wir jetzt angestellt haben die letzten Tage. Ja. Letzten Wochen. Seit Anfang des Jahres sind wir von einem Scheiß in den anderen gerannt, ne? Ja, das Jahr ist irgendwie komisch gelaufen, oder? Das hat eigentlich alles angefangen. Angefangen hat es nur mit diesem bekloppten Silvesterabend. Wäre ich mal echt auf die andere Fete gegangen, wenn ich zu der anderen Fete gegangen wäre das alles nicht passiert. Ich glaube, das ist alles Gusos Schuld. Weil wieso ist das Gusos Schuld? Keine Ahnung, ich glaube, der hat uns abgefüllt und dann sind wir sehr mit dem umgezogen. Nee, ich habe mich einfach nur von Guso überreden lassen, mit ihm mitzugehen. Eigentlich wollte ich auf eine ganz andere Fete. Hättest du mich da auch mit hingenommen? Wenn du mit hingewollt hättest, ja. Das weiß ich ja nicht. Das weiß ich eigentlich nie, ob ich bei dir auf eine Fete mit will, weil... Na, hier, mein Bruder und die ganze Dingens haben halt noch gefeiert. Ah, ja, aber die hätten mich doch garantiert nicht reingelassen. Doch, die hätten nicht reingelassen. Wenn du mit mir gekommen wärst, hätten sie dich reingelassen. Meinst du nicht, dass es dann zum Schluss noch eine Hate-Tarade irgendwas gegeben hätte? Nö, wieso? Naja, Ach so, das meinst du, ja, manche sind da ein bisschen unentspannt, aber, ja. Schwierige Angelegenheit. Egal, auf jeden Fall laufen da auch ein paar andere rum, das passt schon alles. Okay. Ja, okay. Die benehmen sich schon.
So, ja, du weißt ja aber, wie das bei Gangs manchmal abgeht. Jemand, der da einfach niedriger im Rang ist, der versucht sich dann irgendwie zu profilieren mit irgendwelchen abgefahrenen Aktionen, wenn ich dann das Corpus Delicti-Zuschluss bin. Nein, definitiv nicht. Da lege ich meine Hand für ins Feuer, dass das nicht so ist. Siehst du, wie du mir jetzt mit dem Doc getraut hast, traue ich dir jetzt in der Angelegenheit auch. Das heißt, wir gehen bald auf eine Falcons-Party. Na, wenn mal wieder eine ist. Ja, cool. Also wenn die nächste ist und wir hingehen, nehme ich dich mit. Okay, vielleicht kommt ja auch Wally hin, dann sehen wir uns ja alle zusammen dort. Wenn Wally zu den Feten geht, ich habe sie da noch nie gesehen. Ja, die hängt dann normalerweise, keine Ahnung, normalerweise nicht auf sowas ab. Sagen wir es mal so, die Falcons-Feten sind zum Teil echt riesig. Kann sein, dass du sie nicht gesehen hast, weil, es sind viele Leute. Also wenn Alex seinen Geburtstag gefeiert hat zum Beispiel, irgendeinen Runden oder so, dann kann es schon gut sein, dass Wally dort war. So, OT gesagt. Ey, Jojo hat sie noch nie gesehen, aber sie hat dort viele Leute nicht gesehen, die sie sogar kennt, von daher. Okay. Anyways, ich habe mir Gedanken gemacht zu... Also ich habe mir viel Gedanken gemacht. Also ziemlich viel Gedanken gemacht. Du hast ja auch einen großen Kopf. Du hast heute auf mich abgesehen, Kallas. Ich habe keinen großen Kopf. Sag sofort, dass ich keinen großen Kopf habe. Das sind die Haare. Du hast einen angemessen großen Kopf. Du meinst zum Rest? Ja. Okay. Du bist ja auch eine große Bitch. Ich habe mir nur die Brüste einbauen lassen, um von meinem großen Kopf abzulenken. Du kannst nicht über meinen Wasserkopf reden. Hört auf. Komm, du hast keinen Wasserkopf. Okay. Und ich höre jetzt auf, dich zu Bauchpinseln. Ich hasse dieses, ich bin so hässlich gelaber, weißt du? Voll ich brauch doof. Das aber, es ist voll gut. Erstmal ich weiß, hier, dass du Prost. Das brauchst. Stößchen. Ex oder nie wieder Sex. Wiss, das geht nicht. Julio stürzt das Ding runter. Billy auch. So, und jetzt... Ja, gute White Russian. Gleich nochmal eine Mischung machen. Oh Gott, du füll mich jetzt nicht. Nee, zwei Gläser, dann fahren wir los. Zwei Gläser, dann fahren wir los. Nee, dann laufen wir. Aber wir laufen? Ist das. Wir müssen. Was? Ich muss jetzt dann durch die Gegend laufen? Wir laufen zu meinem Auto und dann fahren wir mit meinem Wagen. Ach so, okay. Lass dein Wagen mal da stehen, wo der steht. Okay. Okay, wie dem auch sei. Ich habe mir viel Gedanken gemacht. Pass auf. Wir brauchen Geld, ne? Jo. Also ich definitiv. Ich muss irgendwie. Und ich habe den anderen Tag mit Sanja mal geredet. Du weißt ja noch, wer Sanja ist, ne? Ja, ich weiß noch, wer Sanja ist. Genau. Sanja ist die mir den Tukan verhökert hat. Den, ja. Hast du den noch? Natürlich hab ich den noch. Guck mal, der sitzt da vorne auf dem Regal. Ah, du hast den schon aufgehängt. Natürlich. Awesome. Klasse. Was denkst du super. Eigentlich? Fütter den auch immer schön. Okay. Ja, das habe ich mal versucht, aber das stinkt auf Dauer, wenn das da einfach so vorstehen bleibt. Der ist irgendwie leicht anorexisch. Ja. Der frisst so wenig. Solange er es nicht wieder auskotzt. Ich mache mir ein bisschen Sorgen. Solange er es nicht wieder auskotzt, ist ja alles in Ordnung. Oh, nee, so das halb, stinkt immer so. Halb angedautes Sojakleie ist schon... Ja. Wie dem auch sei. Wir weichen vom Thema. Fällt dir das auf? Ja, das fällt mir auf. Gut. Das Einzige, was man immer gut auskotzen kann, ist Soja-O-Saft. Das passt. Du musst mal versuchen, Gummibärchen durch die Nase zu kotzen. Die bleiben, die bleiben stecken. Ja, das habe ich noch nicht versucht. Das machen wir vielleicht heute Abend. Das hat sich bisher noch nicht ergeben. Wir müssen mal noch gucken, ob wir eine Tüte Gummibärchen auftreiben im Staffer-Scheck. Das ist überhaupt kein Problem, eine Tüte Gummibärchen. Ich habe noch Marshmallows. Willst du Marshmallows? Nur hier, auf dem Feuer. Selbst gemacht, guck mal. Du hast Marshmallows selbst gemacht? Ja, ich habe dann meine Marshmallow-Maschine, hallo, in verschiedenen Formen. Und ich habe gerade Zufallsformen eingestellt. Haben wir ja kleine Schwänze. Was? Kleine Schwänze. Dicks, Penisse. Ja, ich weiß schon, was du meinst, aber die habe ich momentan nicht. Die sind irgendwie, ich weiß nicht, wo die in der Random-Liste stehen, aber auf jeden Fall so weit hinten, dass sie im Moment nicht da sind. Also wie dem auch sei, wir brauchen Geld, richtig? Ja, aber im Moment steht die Liste nur bei Tiere vom Bauernhof. Das ist irgendwie ein bisschen doof. Aber die Schweine sehen voll cool aus. Hier, guck mal. Die sind ja die Goldspieler. Die sind sogar rosa. Die haben eine Steckernase. Ja, und ein Auge. Hier, guck mal das Auge. Sehen fast aus wie eine Flunder. Geht's wieder los, ja? Entschuldigung. Die White Russians haben nichts gegen Angler. Nichts doch, Effektives. Eigentlich schon, weil das letzte Mal haben wir gesagt, Macht an die Würmer und genau, Angler, stopp die Wurmquälerei. Angler angeln mit Avocado. Richtig, genau das war's. Also, Zitat Ende. Wie dem auch sei. Zurück zum Text. Pass auf, Sanja würde uns gewisse Sachen abnehmen können.
Also, ach so. Pass auf, ich hab mir da so was vorgenommen. Und zwar hat sie mir erzählt, dass da eine neue Kollektion jetzt rauskommt von einem Kürscher. Du willst Klamotten klauen? Pelz. Ah, das bringt wahrscheinlich tatsächlich Kohle. Das ist wertvoll, das Zeug, oder? Richtig, genau. Selbst wenn wir jetzt meinen Pelz verhökern würden, aber ich meine, das ist natürlich auch ein exklusives Ding, was ich da habe. Aber wenn man bitte dich, wir verhökern deinen Pelz nicht. Der nein. Ist deine zweite Haut, Mensch. Ich habe dich in dem Ding kennengelernt. Richtig, und ich darf den auch nicht, ich bin ja auch immer sauer, wenn ich den nicht anziehen kann. Aber wie dem auch sei. Wir können also was, entweder kleinere Waren klauen bei ihr und die abliefern immer mal. Oder, wenn wir den dicken Fisch landen, dann können wir da was Exklusives abliefern und den gut einkassieren, sagen wir es mal so. Okay. Und dann müssten wir uns nur was zurechtlegen. Na, dann müssten wir halt gucken. Also ich sag mal, das geht halt alles, solange es entweder in der beschissenen Gegend oder außerhalb von Moskau ist. Ne? Weil in die Gegenden, wo diese Läden normalerweise sind, da komme ich einfach momentan nicht rein. Nee, pass auf. Da gibt's diesen einen Designer, den Semyonov. Und der bereitet gerade seine neue Frühjahrskollektion für 2080 vor. Und da werden ja garantiert, also so wie ich die Szene kenne, kommen da vom Catwalk manchmal Einzelstücke, die halt nicht für den Verkauf gedacht sind und von den Models nur getragen werden, werden halt zu den Shows hin und her gefahren. Das heißt, das ist im Endeffekt kein hochbewachter Sicherheitstransport, wie es normalerweise der Fall ist, im Sinne von, die transportieren da jetzt, was weiß ich, 100 Pelze im LKW oder so irgendwas, das können wir vergessen. Aber im Endeffekt, wenn wir so einen Caddy abpassen, der gerade von einer Modenschau zur nächsten fährt mit dem Teil, zu einer Ausstellung, also quasi zu einem Catwalk einfach nur, dann könnten wir doch rein theoretisch uns mal das Stück unter den Nagel ziehen, oder? Interessante Idee eigentlich. Und dann geben wir das Stück an Sunny weiter. Sunny darf ich nicht sagen, hat sie gesagt. Ich muss Lady Sunny auch natürlich beibehalten. Auf jeden Fall hat sie gesagt, sie kann uns das Stück abnehmen. Dann machen wir halbe und haben ein bisschen weniger Probleme. Ideen? Brainstorming? Eigentlich, also ich sag mal so, ich finde die Idee ziemlich cool, aber das Ding ist doch, dass ich glaube, dass gerade diese Einzelstücke, da passen die Leute doch viel besser drauf auf. Das Ding, das ist wirklich... Weil wenn die kopiert werden, dann ist der Designer doch voll am Arsch. Also ich glaube, so ein paar kleinere Sachen, die halt vielleicht nicht ganz so wertvoll sind, wo du dann aber mal 2, 3, 4, 5 von abgreifst, sind eigentlich besser. Also ich werde mal im Hintergrund... Bestimmt leicht da loszuwerden, oder? Ja, sie kann uns nur bis einen gewissen Preis die kleineren Sachen abnehmen. Also so 2,5 sind drin für kleinere Sachen. Aber wenn wir so einen etwas größeren Bouncer landen, der halt, was weiß ich, 5 unter der Ladentheke wert ist, dann, dann sind wir halt ein Stückchen... Na, sagen wir es mal so. Also ich finde die Idee ziemlich cool. Vor allen Dingen, weil irgendwie das mal was anderes ist. Naja, also ich glaube, ich finde die Idee gut und ich sag mal, guck einfach mal, also ich bin nur einfach leider voll die Falsche, weil ich mich damit überhaupt gar nicht auskenne, wie du weißt, und halt auch keine Ahnung habe, wer da was, wie, wann, wo liefert und wo man sowas rauskriegen kann und so weiter. Ich glaube, da bist du die Expertin. Also ich sag mal, wenn du da irgendwie was rausbekommst und vielleicht rauskriegst, wer, wann, wie, was, wo liefert und irgendwie ein paar Sachen dafür rauskriegst, du bist die Mode-Expertin von uns beiden. Ich habe davon nullst Ahnung. Deswegen bin ich ja überhaupt erst auf den Trichter gekommen, weil ich gedacht habe, naja, das ist Sachen, wo ich mich wenigstens ein bisschen mit auskenne. Also was heißt ein bisschen, eigentlich ganz schön viel. Aber jedenfalls dachte ich mir, also ich weiß definitiv, dass zwischen den Modenschauen die Pelze rumgefahren werden. Und normalerweise gehen die halt nicht in Sicherheitstransporter, sondern normalerweise sitzen zwei Hanseln im Auto und die fahren dann in so einem Caddy halt das Material durch die Gegend. Ja, und weiß ich nicht. Gucken wir einfach mal. Also wenn du da was rauskriegst oder da vielleicht irgendwas so machen kannst. Ich kenne halt weder Leute in diese, das ist wirklich mal eine Richtung, wo ich echt niemanden kenne. Und da bin ich voll und ganz auf dich, muss ich mich voll und ganz auf dich verlassen. Aber das ist ja auch gar nicht schlimm. Ich finde die Idee voll cool. Und wir können uns das auf jeden Fall überlegen. Und weil ich hatte nämlich schon an sowas gedacht, aber halt mehr in Richtung, keine Ahnung, ich war noch am Überlegen, weil es halt irgendwas sein sollte, was wir halt gut transportieren können, was man halt auch irgendwie loskriegt. Und
was vielleicht nicht so ultra von Interesse und nicht so ultra bewacht ist wie irgendwelche Waffen oder sowas. Und da will ich mich eigentlich auch nicht einmischen. Das Geschäft gehört anderen. Aber zumindest irgendwelchen Technikkrams oder irgendwie so ein Schnickschnack, sowas kann man auch mal ganz gut verhökern, weil das halt viele Leute haben wollen. Und das wird man auch meistens ganz gut los. Oder man verhökert halt die Einzelteile oder irgendwas. Das ist aber nur das, weil ich mich halt ein bisschen besser damit auskenne. Aber mit dem ganzen anderen Kram kennst du dich aus und das ist bestimmt auch voll gut. Und kannst ja mal gucken, ob du da was rausbekommst. Ich werde versuchen, mich umzuhören, aber ich glaube, ich habe da eigentlich keine Chance. Und dann werde ich ein bisschen Luft holen. Dann werde ich mir noch ein paar Tiere vom Bauernhof holen. Und dann... Wieso? Was? Wieso Tiere vom Bauernhof? Möchtest weil du... ich Hunger habe. Ach so, ich dachte jetzt irgendwie Animal Porn oder so irgendwas. Hä? Nee, ich will keine Marshmallows. Ach so, ja. Ach so. Hab ich doch gesagt, die Reihe Tiere vom Bauernhof war gerade dran. Jetzt hab ich's. Gut. Genau. Und dann können wir ja gucken. Und müssen jetzt gleich los. Glaube ich. Da können wir noch ein bisschen so vorher bei Anatoli rumgeistern. Das machen wir doch glatt. Können wir da eigentlich auch wetten heute Abend dann auf das, was da abgeht? Natürlich kannst du da wetten. Da wetten wir doch was, oder? Nee, ich jetzt nicht so. Ich habe im Moment keine Kohle zum Wetten, aber theoretisch kannst du das machen, wenn du willst, ja. Komm, wir gucken mal, was die Wettquoten sind, dann gucken wir mal, ob wir wetten können. Na, ich werde dann gucken, ob es sich lohnt zu wetten. Das kann ich dir dann erzählen. Vielleicht. Ja, erstmal die Hengste angucken, wer da kämpft heute Abend und dann können wir ja eine Wettquote machen. Das hat mir Danilo gar nicht gesagt. Dann ich weiß auch gar nicht, ob der heute selber dabei ist oder nicht. Mal gucken. So, wir können jetzt gleich los. Dann los. Gut. Wolltet ihr nicht noch einen zweiten White Russian trinken? Doch, den haben wir ja schon vor uns stehen. Den ersten haben wir ja geäxt und den zweiten haben wir jetzt schon in der Hand und nippen so dran, währenddem wir unsere Pläne schmieden. Gut, Jojo hat sich noch ein paar Tiere geholt und die müssen ja noch austrinken. Jetzt kommen die News, die man dann auch jetzt vermutlich erst der Folge und nicht in der vorherigen, wie ich es erst gesagt hatte, lesen kann. Und da das sehr lang ist und sich das vielleicht nicht alle durchlesen in Klammern wollen, es geht im Wesentlichen das Wichtigste, es geht darum, dass aus der Familie Pavlov, die ja nun den Konzern Rabotnik anführt, das eine Mägdelein, das ja nun schon ein bisschen älter ist, Paar 20, ich glaube sogar Mitte, Ende 20, Sonja Pavlov, den heiligen Bund der Ehe beschließen will mit Oskar Krevlin. Und es wird halt, da es ein Kommentar ist und kein Bericht. Die wird dieses Jahr 26. Sie wird 26. Mann, die ist ganz schön überfällig. Gut, dass die noch einer will. Sie wird offenbar verheiratet mit einem anderen, mit dem Geschäftsführer eines kleinen Konzerns, der Waren des täglichen Bedarfs, also Haushaltswaren anbietet, dem auch quasi, dem kleinen Konzern sind da auch unterstellt die Subiedas, also diese Schnellrestaurantkette, wo die drei das letzte Mal irgendwie waren oder das vorletzte Mal. Und es wird halt ziemlich abgelästert, dass es quasi wie so eine mittelalterliche Zwangsheirat ist und das Ganze stilisiert wird wie eine Hochzeit von heutzutage königlichen, also heutzutage 2013, 14, was haben wir jetzt? 13, egal. 14, wusste ich da alles. Von irgendwelchen königlichen Brautpaaren und dergleichen und das ist schon ein wenig bissig. Und ja, die News flattern gerade rein und ja, Jojo bekommt ja auch mit. Huch. Hast du die News gesehen? Ich überlege gerade, wie dick die Gläser sind, die sie da in der Hand hat. Das musst du nicht überlegen. Die eine Hand hast du am Glas und die andere hast du wo? Die andere hat sie noch an ihrem Jojo. Okay, das tut mir jetzt sehr leid. Nein! Billy! Nein! Du merkst. Ach komm, du kannst mir nicht schon wieder in die Fresse geben jetzt in den Free Roaming Times, Mann. Hä, ich geb dir doch gar nicht auf die Fresse. Warte doch mal ab, sonst geb ich auf die Fresse. Ich kann machen, was ich will. Also, du siehst, dass Jojo etwas erzürnt scheint. Mit etwas meine ich sehr. Ich mache einen Moment, ich mache einen Hechtsprung hinter die Couch. Der war super, aber ich glaube nicht, dass du das tust. Ich hab Reaktionen wie ein Hai. Also... Entschuldigung. Dann kannst du das tun, Fisch. Yay. So, nein, du siehst, dass die Flüssigkeit in ihrem Glas
verdampft und zwar innerhalb von 2 Sekunden. Und das, du riechst halt A, so den Geruch verdampfenden Alkohols und Milch, was jetzt nicht so besonders angenehm ist, und dann irgendwie schmorendes Plastik, weil sie offenbar gerade ihr Jojo Das ist zusammenschmilzt. aus Metall. Das ist aus Metall. Ja. Gut, was passiert mit Metall, wenn es unheimlich warm wird? Es fängt an zu glühen. Es fängt an zu glühen. Im Gut, dann siehst Zweifel, je du. nachdem, wie warm es wird. Oder es wird einfach nur heiß. Oder schmilzt. Gut, dann siehst du, So heiß wird dass es wohl nicht. ihr. Nee, so heiß wird es tatsächlich nicht, dass Julia unheimlich anfängt zu glühen und eigentlich müsste sie sich gerade die Finger abfackeln. Du hast Glück, Flummi, dass du nicht gesagt hast, irgendwie, weiß ich nicht, fass deine Couch an. Was? Jojo, das ist alles nicht so schlimm. Jojo? Was? Komm, jetzt trink. Oh, okay, das kannst du nicht mehr trinken. Das ist doch alles nicht so schlimm. Du hast doch eine neue Familie, Kind. Die können sich mal. Genau, die können dir doch Jojo gar nichts. schmeißt gerade dieses Glas weg. Kabam. Klirr. Gegen die weiße Wand wenigstens. Die musst du ja noch streichen hier. Was machst du denn für eine Farbe hier drüben hin eigentlich? Was hast du denn gedacht? Blutrot vielleicht? Dreckige Wichser alle Oder grün? kommen sich Wie jetzt auch noch ganz wär's? besonders toll vor bei dem Scheiße. Was? Farbe? Farbe, grün beruhigt, blau beruhigt auch ungemein, so ein tiefes Ozeanblau. Ich dachte eher an Wunderbar. Orange. Warum orange? Weil mir gerade danach ist. Wie ein Koi-Karpfen vielleicht? Oder nicht? Hä? Eher wie. Was Äh? willst du? Die Farbe, du sagst es orange. Orange Jojo war. geht in die Küche, geht zum Kühlschrank, zum Gefrierfach, holt eine Flasche raus, stellt sich ein kleines Glas auf den Tisch, kippt was ein, Flüssigkeit weg, hat das Jojo, was sie vorher in der Hand hat, auf die Arbeitsplatte gelegt und stellt die Flasche zurück. Was war dat? Jojo! Was? Trinkst du lecker Zeug ohne mich? Warte, hier, sie nimmt die Flasche raus und schmeißt sie Billy zu. Uah, fuck! Catch! Ja, du fängst die Flasche auf. Ja, was? Ich schraub sie auf und ich riech dran natürlich. Wodka? Lecker Wodka? Mach mal Moment. Würfeltool an. Brauchst du nicht, ich hab schon für dich Ach so. gewürfelt. Ist alles okay. Gut. Ja, Wodka und so, ne? Ja, Wodka. Lecker. Ich stelle ihn hin. Dann schnappe ich mir meine Jacke, mach mein Glas leer und geh zu Jojo, hak mich bei ihr unter und sag, komm, wir gehen Männer, die schwitzen, sich die Fresse polieren, gucken. Ich hab Bock, jemanden um Oder? die Fresse zu polieren. Nicht meine, bitte, nicht meine. Nee, nicht deine. Warum sollte Willi, ich deine die Fresse Haare polieren? an deinem Unterarm richten sich auf wie bei einer Gänsehaut. Das ist relativ unangenehm. Okay, pass auf, ich fasse dich jetzt gerade mal nicht an. Nicht schon wieder das ganze Gespiel. Das war schon beim Doktor so unangenehm mit dir. Jetzt gehen wir erstmal raus. Weißt du, was Ja, ich nie das ist eine gefragt hab? gute Idee. Rauchst du? Nee? Wir rauchen jetzt mal eine Kippe, oder? Nee, ich will keine Kippe. Okay. Dann rauche ich jetzt eine. Ab und zu soll man mal Hast du eine überhaupt rauchen. Kippen? Ja, ich habe immer Kippen noch dabei, normalerweise. Aber ich Warum rauche hast du Kippen normalerweise. dabei? Ich rauche normalerweise nicht, nur manchmal. An so Abenden wie heute sieht es immer Boah, diese stylisch aus. Scheißdinge! Ich schalte jetzt die Drecks-AR ab. Das kann ja wohl nicht sein hier. So, schaltet die AR ab. Stapft runter, knallt die Tür hinter sich zu. Die ist ja wieder drauf, wie das Messer. Komm, ab zum Auto. Komm, wir gehen zu deinem Karren. Und du glotzt nicht so blöd. Hä, so ist es mir entspannend, ganz ruhig. Gar nichts gemacht. Jojo läuft weiter. Ja, Junge, kommt bei Jojos Auto an. Setzen uns ins Auto und fahren zu Anatoli. Und jetzt raucht Billy im Auto und kriegt direkt eins auf die Fresse, weißt du?
Nee, die raucht bestimmt nicht im Auto und sie kriegt doch keiner auf die Fresse. Woher willst du wissen, ob die im Auto raucht? Raucht sie im Auto? Ich rauche doch nicht im Auto. Wir laufen 2 Minuten bis zum Auto, dann rauche ich doch wohl auf der Straße. Gut, der Rauch, es scheint wie ein Wind, den du nicht spürst, von Jojo auszugehen, der den Rauch immer wegbläst von ihr. Cool. Also du spürst ja nicht irgendwie im Gesicht oder auf der Wange, aber der Rauch geht immer weg, wenn du die Position wechselst, weil sie mal jetzt abbiegt oder so, auch. Ich glaube, du bist komisch. Komm mal her, guck dir das mal an. Jojo, was? Guck mal. Pass mal auf. Nimm mal, jetzt guck mal, pass mal auf. Und sie bläst dir so einen Rauch entgegen. Es ist halt windig. Was willst du jetzt von mir? Warum pustest du mir jetzt den scheiß Rauch ins Gesicht? Bist du bescheuert, Kind? Mach mal deinen Finger nass. Es ist stocktrocken erstens die Luft und zweitens kein Wind. Nein, es ist nicht. Es ist kein Wind, du Penner. Oh Mann, womit nervst du mich denn jetzt? Was soll denn das? Guck doch mal, wie der Rauch sich kräuselt bei dir. Das ist voll cool. Wie machst du das? Was ist das für ein Scheiß? Das ist krass. Keine Ahnung. Wahrscheinlich laufe ich hier irgendwo über irgendwas drüber. Was willst du? Momentan die Geschwindigkeit von dem Rauchabzug nimmt übrigens gerade zu. Haha, ich pisse an. Also ich pisse nicht wirklich an, aber... Dann wäre der Fisch auch nicht mehr so trocken, weißt du? Oh Gott, wir müssen aufhören mit den Fischwitzen, entschuldige bitte. Niemals! Wir nennen uns irgendwann dann nicht mehr die White Russians, sondern die Fish Russians oder die Russian Fish oder so. Egal, jetzt guck dir den Rauch an! Boah, was willst du? Lass mich doch mit deinem verfickten Rauch in Ruhe! Bei dem, bei dem was willst du, kriegst du jetzt wirklich einen fetten Windstoß ab, der dir die Haare mehr als aus dem Gesicht bläst. Das ist schon ziemlich unangenehm. Hat sie sich da bei mir... Ja, natürlich hat sie mich angeguckt dabei, oder? Ja, natürlich. Und nein, ihre Stimme ist nicht so kräftig, dass der Wind daherkommen kann. Okay, Kind, siehst du den krassen Scheiß? Siehst du, es ist windig. Also, nein. Bitte, lass mich einfach mit diesem Blödsinn in Ruhe, den du dir da gerade zusammenreimst. Und wir gehen jetzt. Mann... Och. Billy hat immer noch gute Laune. Irgendwie findet Billy das total cool, was da gerade abgeht, weil sie irgendwie das total interessant findet. Jojo ist gerade mit anderen Dingen beschäftigt. Bitte was? Ich sagte, Jojo ist gerade mit anderen Dingen beschäftigt. Sie kriegt das gar nicht mit. Sie hat auch die ganze Zeit wieder jetzt ein Jojo in der Hand und ist damit wiederum rumdingsen. Irgendwie muss sie gerade ihre Finger bewegen. Ist die Kordel vom Jojo nicht verbrannt? Oder verschnorkelt, korkelt? Interessanterweise nicht. Als ihr am Auto ankommt, Jojo die Tür aufreißt, kommt euch ein Pärchen entgegen. Als Jojo ihnen einen Blick noch kurz zuwirft, schrecken sie beide voreinander, sie sind vorher eingehakt, schrecken sie beide voreinander zurück und reiben sich den Arm schmerzhaft und gucken den anderen jeweils böse an. Und verwundert. Jojo ist voll der Beziehungskiller. Ich sehe schon. Ich habe eine Superkraft, ich bringe Menschen auseinander. Ja, sie sieht das aber und fängt dann doch irgendwie so unwillkürlich so ein bisschen an. So, Trottel. Du bist eine böse Person bist du. Wieso bin ich eine böse, böse Person? Du bist das Schaf im Wolfspelz. Dann wäre ich eine sehr liebe Person. Nein, das sind Killer. Du bist ein Killerschaf. Dann wäre ich aber der Wolf im Schafspelz. Nein, du bist doch ein Killerschaf, du bist viel schlimmer als ein Wolf. Was du da für eine das Scheiße, Ninja, Billy? Du bist ein Ninja-Schaf, die sind viel krasser, die sind Haschaschin-Schafe. Du bist ein Haschaschin-Schaf. Mann. Junge, fängt jetzt wirklich an zu lachen. Scheiße. Alles ist cool, wenn Ninjas dabei sind, Mann. Wenn was dabei ist? Wenn Ninjas dabei sind. Natürlich! Du bist ein krasses Ninja-Schaf. Oh Gott, so werde ich mich heute vorstellen, wenn mich irgendwer fragt, wie ich heiße. Hallo, ich bin das Ninja-Schaf. Im Wolfspelz, bitte. Im Wolfspelz. Yes. Scheiße. Ich hatte gar keine Lust zu lachen und jetzt... Scheiße. Du brauchst nur einen Chakos, du Ninja-Schaf. Oh, du bist so witzig. Sie grinst wieder.
Billy hat leicht einen am Tee, ne? Deswegen findet sie die ganze Situation auch so unheimlich interessant, aber nur für die Zuhörer. Nur für die Zuhörer. Die vier. Und wie dem auch sei. Los, fahren, fahren, fahren auf der Autobahn, let's go. Jojo, fährt los. Lässt losfahren, fährt los. Also nach dem, ja, ich wollte gerade sagen, nach dem Monat ohne Alkohol merkst du relativ schnell, dass so Autopilot eine echt gute Sache ist. Ja. Dauert ein bisschen länger, aber passt. Läuft. Ihr kommt dann zu gegebener Zeit im Laufe des Abends bei Anatoli an. Bar und so ist dein Ding und auch die beiden NSCs, die da rumhängen. Jo. Die Bar von Anatoli ist, zumindest wenn man vorne reingeht, relativ klein. Ist aber alles so ein bisschen, also man merkt, dass er lange Zeit nicht in Russland verbracht hat. Alles so ein bisschen im südamerikanischen Stil eigentlich eingerichtet. Aber relativ robust. Also das Ganze liegt natürlich auch in einem Gebiet, das nicht so pralle ist. Das bedeutet, dass die Tische und auch der Tresen und so weiter und so fort haben sich irgendwie so im Laufe der Zeit so eingebürgert, dass da einfach anfangen, Leute irgendwelche Namen einzuritzen oder irgendwie sowas. Auf jeden Fall sind da überall irgendwelche Sachen eingeritzt. Und er hat halt von seiner Reise relativ viele Utensilien mitgebracht, irgendwie entweder von einem Schiff mitgebracht, auf dem er mal irgendwas war, irgendein Erinnerungsstück, das hier jetzt rumhängt. Halt sehr viel aus Südamerika auch mitgebracht und man kann dann auch weiter nach hinten gehen, da geht man dann über so einen kleinen Innenhof in ein weiteres Gebäude und da findet eigentlich die Action statt, denn in Anatolis Bar werden auch des öfteren Grubenkämpfe ausgerichtet und die befinden sich im hinteren Teil des Gebäudes oder das befindet sich halt im hinteren Teil des ganzen, der ganzen Location. Anatoli selbst ist zumindest im Moment vorne, ist ein Zwerg mit einem Bart und sehr klischeemäßig und etwas längeren Haaren. Ziemlich ruhiger Typ, also generell ziemlich ruhig. Spricht zwar ganz normal auch so mit seinen Stammgästen und so weiter, hat eine sehr tiefe Stimme, auch für seine Größe. Und ist ansonsten kann relativ gut Spanisch, zumindest die Aztec-Leute wissen das immer zu würdigen. Ansonsten echt ein Chilliger. Neben ihm steht Danilo. Danilo ist relativ involviert in die Grubenkampfszene, sieht dementsprechend aus, ist auch schon ein etwas älterer Hase, hat ein paar mehr Macken und Narben überall am Körper, ist ein Mensch, neigt dazu, Leute nicht anzulügen. Also er sagt eigentlich meistens die Wahrheit, weil er auch überhaupt nicht lügen kann. Das heißt, sehr viele Leute fühlen sich von ihm ab und zu mal vor den Kopf gestoßen. Das ist ihm aber relativ egal und er ist ist sehr emotional. Das bedeutet, wenn er wütend ist, dann ist er auch wütend. Wenn er gute Laune hat, dann hat er gute Laune. Wenn er traurig ist, dann ist er traurig und dann lässt er das auch raushängen, wenn er zwar nicht der Typ ist, der irgendwie die ganze Zeit rumflennt, aber er lässt es halt raushängen, dass es ihm scheiße geht. Und ja, das macht er eigentlich immer und dementsprechend, ja, kann man sich halt vorstellen, wie es ist, mit ihm umzugehen. Aber die kennen sich alle gut, die verstehen sich alle gut. Jojo kennt Anatoli über Danilo und gut. In der Bar geht's schon ziemlich ab und auch hinten bei den Grubenkämpfen hört man schon was, auch wenn es noch nicht richtige Kämpfe zu sein scheinen. Also es sind schon richtig viele Leute, die trinken, die quatschen, das sind echt viele Lohnsklaven, aber halt, die jetzt endlich mal frei haben und jetzt mal was Verrücktes machen wollen. Das heißt auch nicht mehr im Schlips da rumrennen, sondern einfach mal voll Leisure sind. Man erkennt schon einige, die da auch öfter sind, die sich da auszukennen scheinen, die dann auch einfach mal die ganze angestaute Aggression oder Emotion rauslassen bei so einem Grubenkampf. Also es wirkt schon relativ entspannt. Es bilden sich immer noch kleine Grüppchen, zum Teil zumindest, weil ja man einfach jeweils vom Konzern indoktriniert wird, spricht man dann. Also viele sprechen da nicht unbedingt mit dem Klassenfeind, aber es scheint dort nicht wirklich, also es bilden sich zwar Grüppchen, aber die scheinen sich jetzt nicht gegenseitig die ganze Zeit anzupflaumen. Dann Anatoli ist offenbar gerade, während er ein Bier zapft, damit beschäftigt, mit jemandem zu telefonieren. Er spricht dabei Spanisch und man hört, ja klar, hörst du beim Spanisch mal irgendwann das Wort Bonnie. Und ihr kommt rein. Ja,
Jojo läuft direkt auf Danilo und auf Anatoli zu. Danilo ist da nicht, der ist bestimmt im hinteren Teil. Ach so, ich dachte, der steht jetzt auch da vorne. Gut, dann läuft sie jetzt auf Anatoli zu. Ja, also irgendwas Spanisches dann. Hi, 2 Sekunden. Jojo steht da, vor ihm, angespannt. Also eigentlich nur angespannt, weil sie jetzt irgendwas tun will und wartet, dass die 2 Sekunden rum sind. Hallo, weißt, dass nicht nur 2 Sekunden sind, nicht wahr? Sie läuft hinter die Bar und... Was willst du trinken, Billy? Was werde ich wohl trinken wollen? Alles klar. Jojo macht Billy was zu trinken fertig. Ja, was denn? Ich weiß es nicht. Whites. Ich dachte, vielleicht hätte es ja auch irgendwie so ein... Sich selbst macht sie aber eine Cola fertig. Hä? Na, ich kann jetzt nicht schon am Anfang des Abends so viel trinken. Sissi. Der ist ja für die lange Zeit jetzt gedacht. Ich bin ungefähr halb so groß wie du und lange geht hier nichts, außerdem trinke ich hier kein White Russian, hier trinke ich Bier. Hier trinkst du Bier? Bier? Nee, Bier trinke ich kein Bier. Bäh. Bäh, Bier. Hallo? Bei der Diskussion von Billy und Flummi bemerkt Billy, wie Anatoli mit einer Hand mehr oder weniger unauffällig irgendwas in das Cola-Glas noch reinkippt. Flummi, also Jojo bemerkt das nicht. In welches Cola? In Jojos Cola? Natürlich, das ist Wodka übrigens. Nur so ein bisschen. Okay. Ah ja, Cola, gut. Ich guck dann so ganz unauffällig zu Anatoli rüber. Wenn er mich angucken sollte, zwinker ich ihm zu. Ansonsten... Ja, wird erwidert. Und dann drehe ich mich zu Jojo und prost dir natürlich ganz glücklich zu. Sie prostet zurück. Na, zdravie. Cola schmeckt ein bisschen fad, aber es geht schon. Du lässt die Cola immer offen. Ich hab dir schon 5-mal gesagt, du sollst das nicht machen. Entschuldigung. Sibylle prustet vor Lachen. Ja, Entschuldigung. Irgendjemand hat die, glaube ich, beim Reintragen geschüttelt und ich konnte es diesmal nicht selber machen. Ja, was? Ah, Bonnie. Er spricht weiter auf Spanisch. Ja, es wird wohl ein bisschen länger dauern. Alter Falter. Okay, dann gehen wir jetzt nach hinten. Der braucht hier vorne sowieso noch Ewigkeiten. Wir sind dann mal hinten. Wenn du fertig bist, dann... Da hinten stehen Taschentücher, glaube ich. Ja, fick dich. Ja, nicht du. Sie läuft zu ihm hin, er kriegt einen Schmatzer auf die Wange und dann geht sie nach hinten. Nein, du warst nicht gemeint, ich bin hier doch gerade am Arbeiten. Nein, das würde ich doch nie sagen. Ach ja, tiefe Stimme. Nein, das würde ich doch nie sagen. Wie kannst du sagen, dass er eine tiefe Stimme hat? Die kann ich doch gar nicht rüberbringen, Mensch. Fick dich, Flummi. Gut, ihr geht nach hinten. Das Erste, was auffällt, einfach weil es per AR eingeblendet ist, ist, dass heute kein professioneller oder pseudoprofessioneller Grubenkampf stattfindet, sondern heute ist ringfrei für alle, außer denen, die halt bekannt sind als Professionelle. Das heißt, man hat heute die Chance, auch gern selbst in den Ring zu steigen. Dabei wird bloß unterschieden innerhalb von Leuten, die Cyberware vermutlich tragen oder ne? Und wenn da einer erwischt wird, der in einen Nicht-Cyberware-Kampf geht und was dabei hat, dann kriegt der aber sowas von, ne? Weißt du Bescheid. Aber heute kann jeder, der will, ist überhaupt kein Problem. Wetten kann man auch, aber da halt ausschließlich Leute sind, die in ihrem Leben vielleicht 2-mal sich geprügelt haben oder dort vielleicht 2-mal geprügelt haben, ist es recht schwierig, da irgendwie einen Favoriten auszulinken. Also es ist letztlich so eine Art Fight Club für jedermann. Lohnsklaven. Richtig. Gotcha. Heute ist es entspannt. Wieso hat die Flachpfeife mir das nicht gesagt? Wo ist die Flachpfeife überhaupt? Flachpfeife steht da irgendwo am Rand. Dann rennt Jojo jetzt zu der Flachpfeife hin. Immerhin haben die sich doch relativ lange nicht mehr gesehen. Ey, Jojo, alles klar. Bam, hi. Bam, na hallo. Kriegt eine Umarmung, kriegt einen Schmatz auf die Wange. Warum stehst du hier rum und langweilst dich? Na, ich habe auf dich gewartet und außerdem geht sie gleich... Du hast auf mich gewartet? Ich langweile mich gar nicht, ich bin richtig gespannt. Ey, hier geht's gleich übelst zur Sache. Wieso? Erzähl. Ach ja, übrigens, hier, das ist Billy. Billy, das ist Danilo. Hallo. Hey Billy, du bist ganz schön aufgebitscht gekommen, krass. Willst du hier einen noch Boxenluder machen? Ich bin das Boxenluder, genau. Ja, cool. Boxen, aber Luder. Ja, ich kann dir vielleicht irgendwie so eine Tafel, wo du dann die Kämpfe noch ansagen kannst, besorgen oder so. Ach, du meinst ein Grid Girl.
Ey, die heißen so? Ey, geil, ja. Jetzt mache ich das ewig mit und wusste davon gar nicht, wie die Schlampen heißen. Ist ja krass. Cool. Du willst jetzt aber nicht, dass Schlampen ich eine Schlampe bin, oder was? Nicht die richtige Bedeutung. Also nicht hier mit rumführen also, oder so, aber Schlampe halt die Bitch. Wenn du genannt hast, dann gibst du mir gleich noch einen Trink aus, oder? Da mache ich auch das Boxenluder hier. Oder das Crit Girl natürlich. Ich gebe dir gerne einen Trink aus, aber ich verstehe jetzt nicht ganz, warum. Aber klar, ich hole dann noch was. Ist ja alles kein Ding. Nee, aber hier geht's bald richtig zur Sache. Hier werden bald Zähne durch die Gegend fliegen und geil. Jojo setzt sich auf den Rand und lässt die Beine runterbauen. Ja, die muss dann auf jeden Fall wegnehmen. Das wird schon lustig. Guck mal, die zwei Typen da hinten, der etwas schmächtige und der etwas... Na, der andere schmächtige. Also der mit den braunen Haaren und der Brille. Und die sollte er vielleicht abnehmen. Und der Typ mit weiß der das, dass er die abnehmen sollte? Ja, kriegt er schon raus. Und der andere Typ mit dem hässlichen Nasenpiercing. Pass auf, guck mal, die haben Datenbuchsen. Solange es kein Lippenpiercing ist. Daran ist. Wir von den White Russians haben nichts gegen Piercings an irgendwelchen Lippen. Auch nicht an Lippen. Ja, darum ging's doch, man, ja. Versau's nicht. Doch, muss ich doch. Ja, okay, Ja, und? Ja, Wiener und, Alter. Ey, die hauen sich bestimmt voll vorher den Aggressionszim rein und dann fühlen die nur noch Wut und Hass und gehen voll raus und machen ohne hier, also die rasten dann komplett aus und achten gar nicht mehr auf sich, weil sie einfach nur noch Wut und dann Bäm und Klatsch und Boom und tot. Dann sollten sie sich vielleicht besser im BTL reinpfeifen, ne? Hä, wieso? Weiß ich nicht, wenn es mit Sims schon so abgeht, will ich nicht wissen, was mit BTL passiert. Ja, aber das ist eine Datenbuchse, da müsstest du ja irgendwie erst das Hotten hier heißen. Vielleicht heißt haben Sims die das ja. Ja, kann sein, aber... Aber es wäre ein bisschen witzig. Aber es ist doch kein Unterschied, weil ob du einfach nur noch Wut und Hass in dir fühlst oder ob du Wut und Hass Next Level in dir fühlst, Alter, die werden sich nur richtig fertig machen. Das ist der Unterschied zwischen Prügelei und Berserker Rage. Nee, eben nicht. Das ist sowieso Berserker Rage, bloß... Trotzdem, das bringt ja dann gar nichts. Da hast du halt dann irgendwie, du fühlst die Wut intensiver und besser. Ja, aber du bist doch sowieso völlig weg. Also ich traue dir das ja zum Beispiel gar nicht zu, aber stell dir mal vor, alles, was du gerade fühlen kannst, ausschließlich, ist einfach nur Hass und Zorn. Ausschließlich. Und dann stehst du in einem Ring und darfst jemanden verprügeln. Das ist schon ein bisschen gut. Hä? Sag ich doch. Das ist schon ein bisschen gut. Jojo guckt etwas nachdenklich. Ey, willst du mitmachen? Männer und Frauen gemischt heute. Nee. Also, oh, halt... ja, sitz in den Ring. Bitte, 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 bitte. Billy. Bitte. Billy. Doch, du brauchst das. Du brauchst das. Billy. Du warst gerade eben... Nein, hör mir zu, Schatzi. Du warst gerade eben drauf zu Hause wie das Messer. Lass das raus. Du musst das rauslassen. Du brauchst ja nicht mal einen Chip. Geh da rein. Du musst das... Nein. Du verschwartest da halbe, die halbe Arena hier. Halt die Fresse, ich hab da heute keinen Bock drauf, Mann. Hast du dir heute eigentlich vorgenommen, mich bis zum Tod zu nerven, oder was? 200 Nüen auf Jojo für mich. Also ich setz 200 Nüen auf Jojo, sicher. Wenn die in den Ring geht, ich bin halt da dabei. Deine Fresse. Und Billy geht schon um dich rum an deinen Rücken und fängt schon an, deine Schultermuskeln zu massieren. Jojo ist gerade echt genervt davon. Oh, ich rieche gerade den Grubenkampf neben dem Grubenkampf und dass hier zwei Leute rausfliegen, krass. Was? Na, ihr beide, ihr seht so aus, als würdet ihr gleich rausfliegen. Wieso? Weil dir aussieht, als würde sich gleich irgendwie verprügeln oder so. Nein. Wird sie nicht tun. Bist du sicher? Guck mal, die Falte da über der Nase, das sieht nicht gut aus. Billy? Ich könnte jetzt was sagen. Nein, ich tue es nicht. Tust du mir einen Gefallen? Ja. Nimmst du deine Griffel von mir, bitte? Ich fasse dich doch so gerne an. Können wir das auf einen späteren Zeitpunkt verschieben? Okay. Cool, cool. Können wir da vielleicht eine Kamera mit hinstellen? Wie bitte? Könntest du vielleicht mal die Fresse halten? Ui, ey, ist echt super sauer, krass. Ey, was hast du mit der gemacht, Billy? Ich hab mit der gar nichts gemacht. Mann, ey, die Welt hat sich heute vorgenommen, mich bis zum Tod zu nerven. Ey, das ist Karma. Das
Es kommt alles zurück, weißt du, wenn du die Leute tot nervst? Also ich meine, du hast mich jetzt noch nicht so genervt, aber viele Leute sagen das halt von daher. Na, wenn du nicht aufpasst, bist du der gleiche Nächste ohne Ring mit ihr zusammen. Ja, aber ich glaube, das wäre bei mir schon irgendwie okay. Ich gehe mir jetzt mal eben was zu trinken holen. Wir sehen uns später. Bis gleich. Jojo steht auf. Sie hat gerade ein bisschen Mühe, sich zusammenzureißen. Schon wieder? Also die Eintragungsliste, ne, für Grubenkämpfe, die hängt da direkt aus. Sagt nee. Das Danilo zu mir? Nö, das sagt der Spielleiter zu Jojo. Nee, so. Das ist keine gute Idee im Augenblick. Was? Die würde eh auf die Fresse kriegen. Eben. Also in den meisten Fällen, weil du kannst da keine Waffen benutzen. Eben. Na, wer weiß, vielleicht bist du so ein Goku zum Schluss, der dann halbtot immer wieder aufsteht. Ja, aber dann dauert diese Episode 4 Stunden, bis er sich verwandelt hat, weißt du? Ja, und die ganze Zeit muss er einfach nur schreien. Nein, in den japanischen Originalen ist er ja... Ja, aber wir sind ja kein japanisches Original, wir sind ein russisches Original, also müssen wir sagen... Sind wir auch nicht. Ja, mach doch nix. Okay. Jojo kommt dann irgendwann wieder. Er hat sich offensichtlich beruhigt. Ich sag's. Ich hab dir noch was mitgebracht. Was hast du mir mitgebracht? Na, hier, White Russian. Olle. Boah, jetzt fühle ich mich schon ein bisschen schlecht. Ich wollte auch den nächsten Drink geben, Mensch. Chance verkackt, würde ich sagen. Muhaha, ich war schneller. Zu langsam. Ja, dann später kriegst du noch einen. Okay. Ja, was ist denn jetzt mit Kampf und Nummer und Rundenansagen und so? Ach so, na, also eigentlich macht das der Kerl da drüben. Und ja, das wird in einer halben Stunde oder so geht das dann los. Okay. Also heute gibt's ja eher ein Zeitlimit. Das heißt, so lange prügeln, bis einer halt aufgibt oder halt zusammenbricht oder irgend sowas. Und, na, wobei, nicht nur das, also wenn irgendjemand der Arm gebrochen wird, dann schreiten die Fleischer meistens ein, weil, sonst kommen die Lohnsklaven ja nicht wieder, weil sie dann gefeuert werden. Naja, genau. Und das wird hier irgendwie 3-4 Stunden gehen und dann wirst du halt so viel Kämpfe sehen, wie es halt Kämpfe gibt, das ist richtig cool. Kommt auch aber auch ein bisschen drauf an, wie viele Leute heute da sind und sich auf die Fresse hauen lassen wollen, oder? Naja, das kommt darauf an, je nachdem, wie viel in den 4 Stunden zu schaffen sind. Ach so. Und Jojo hat mir gar nicht erzählt, dass sie eine bitchy Lady kennt, die einfach richtig Bock hat zu sehen, wie Leute sich hier die Gesichter rausschlagen. Krass, geil. Ich habe noch keine Idee darüber, ob ich da Lust drauf habe oder nicht. Ich habe sie einfach mitgeschleppt. Mir war eigentlich ziemlich egal, was sie dazu sagt. Ja. Oh, voll die Diktatorin, krass. Natürlich, klein und gemein. Alle großen Diktatoren waren klein. Ja, Geschichte, da musste ich immer, ne? Was ja, da Napoleon musste ich... war klein, Stalin war klein, die waren alle klein. Die beiden kenne ich nicht, aber ist okay. Ach so, egal, Wurst. Auf jeden Fall waren sehr viele Diktatoren, / Kaiser, komische Dingsbums klein, so. Ja, dann beste Voraussetzung, cool. Das dachte ich mir auch. Schon ziemlich gut, wenn man die neue Diktatorin kennt. Oh ja. Die neue Zarin von Russland. Zarin, das wäre mal was. Ich finde, ich gebe eine gute Zarin ab. Erstes Erlass, Freibier für alle, oder was? Ja. Gibst eine gute Zarin ab. Ich werde einen Bierbrunnen einrichten. In jeder Stadt gibt es einen großen Bierbrunnen. Gefällt mir, das ist auf jeden Fall... Doch, ja, ich würde dich wählen. Wählt man Zarin? Nee, ich glaube nicht. Nee. Ja, aber gewählte Diktatur wäre viel cooler. Das ist wohl richtig. Ich werde einen Weg finden, um an die Macht zu kommen. Ich kann mir deiner Unterstützung ja jetzt schon sicher sein, das ist gut. Ja, auf jeden Fall. Bierbrunnen ist eine Sache, die man nur unterstützen kann. Ich denke, da findest du auch noch mehr Leute. Bestimmt. Ein Bierbrunnen auf jedem Marktplatz. Oh, was? Marktplatz? Nee. Na, irgendwo, wo es halt frei zugänglich ist und wo alle hin können. Auf jeden Fall freier Zugang zum Bierbrunnen für alle, so. Darf ich dann die Zobelzofe sein? Die Zobelzofe? Mhm. Wofür brauche ich dann eine Zofe? Du bist mein Hofnärrin. Du wärst eine Reichsnutte oder sowas. Du willst auch noch in den Ring heute mit mir, oder?
Ehrlich gesagt nicht. Da habe ich ein bisschen Schiss, dass ich dann irgendwas kaputt mache. Ja. Und das sieht so teuer aus, alles an dir, dass ich da irgendwie, das kann ich gar nicht bezahlen dann. Hm. Ey, sei doch mal nicht eingeditscht jetzt. Bin ich gar nicht. Ich trinke an meinem White Russian. Gut, gut, gut. Oh, ich dachte schon, ich müsste jetzt irgendwie was zurücknehmen oder so. Und das mache ich eigentlich nicht. Nö, du bist so ein ungehobelter Klotz, das nehme ich nicht wahr. Ja, das kommt ungefähr hin. Das kriegt er öfter zu hören. Aber deswegen ja. Mag ich ihn so. Ich gewöhne mich langsam an Jojos Freunde, das passt schon irgendwie. Ja, so muss ich an meine Freunde gewöhnen. Ey, an Jojos Freunde kannst du dich gar nicht gewöhnen. Das geht nie ganz. Ich hab mich an Jojo gewöhnt, dann kann ich mich an alles gewöhnen. Naja, aber hast du... Ich hab jetzt mal neulich, ne? Da hab ich News geguckt. Interessiert mich eigentlich nicht so der ganze Scheiß, aber... Aha. Ey, der kennst du den einen von Jojos Freunden hier, diesen Guso? Ja. Ey, der hat sich vor einen Hungerstreik gesetzt und da Bürger nach Bürger gefressen. Guso ist cool. Ja, weißt du, dann fragen die den, was er damit bezwecken will, dann sagt er Hunger. Dann, solche Leute kannst du dich nicht gewöhnen. Ich glaube, das hat aber auch von Jojo, weil Jojo ist auch die ganze Zeit immer nur am Burger essen. Ich glaube, er hat auch das stimmt, oder? Weißt du, du siehst ja, mir wird manchmal wird mir, wenn ich jetzt gucke, doch ein bisschen schlecht, weil du weißt ja, du kannst es ja nachfühlen, wie es halt ist, wenn er sich dort richtig fett, also wenn der eine so einen Schlag in die Magengrube kriegt und dann reiert der vollen Ring, dann denke ich mir, boah, und dann steht die neben dir und sagt, boah, ich habe Hunger. Die hat schon ganz andere Sachen gemacht. Ich sag dann, boah, was macht der denn mit dem tollen Essen? Ich habe Hunger. Und einmal, da sind wir irgendwie gerade rausgekommen von irgendeiner Fete und dem einen, der hatte, von irgendwas hatte der viel zu viel, vermutlich von allem. Und der saß echt ohne Scheiß. Der saß vor der Haustür, wusste nicht mehr so richtig, wo er war, hat sich da hingesetzt und hingekackt. Und so gekackt? Und, ja, ohne Scheiß, Alter, so richtig einen Fladen hingesetzt. Ja, nee, und das stank. Ja, das stank auch wie Sau und war so halb flüssig. Und ich steig da drüber und hinter mir, Jojo, boah, ich habe richtig Hunger. Die hat schon ganz andere Sachen gebracht. Ja, was denn? Erzähl mal. Nee, das sollst du dir mal selbst erzählen. Ja, erzähl mal, Jojo. Jojo, guck mir die gerade etwas böse an. Was denn? Boah, wie, jetzt macht er mich heiß. Jetzt macht er mich heiß und wollte mir nichts erzählen, komm schon. Keine Ahnung, was hab ich denn gebracht? Sie guckt Billy an. Ich weiß nicht, was du jetzt meinst. Billy nimmt den rechten Arm hoch und quasi simuliert, sie hält was in der Hand und macht einfach nur also wie eine Pump-Action halt klingt, ne? Und grinst dich an, aber mehr sagt sie nicht. Ey, Jojo, dieses passiv-aggressive oh, ja, Billy, sag's ihr doch. Und dann mit dem Blick wie jetzt halt bloß die Schnauze, ey, das kann ich überhaupt nicht ab. Dann sag dir einfach, dass du nicht erzählen willst. Ja, das hab ich doch vorhin schon gesagt. Na okay, siehst du, so einfach, aber dieses, boah, nee, das kann ich gar nicht. Ha, was willst du denn hören, dass ich irgendwelchen Leuten den Kopf weggemasht hab, oder was? Boah, shit, hast du? Sie zuckt mit den Schultern. Und danach hast du Hunger. Ja. Krass. Ey, das ist schon ein bisschen beängstigend, aber schon ein bisschen witzig, ja. Das hat doch aber einfach was mit der Anatomie zu tun. Ihr ganzer Organismus verbrennt halt schneller das Essen als unserer und deswegen ist das für sie, denke ich, ja. Ich kann es einfach nicht sehen, wenn was verschwendet wird. Und was hat das jetzt mit Anatoli zu tun? Mit Anatoli? Anatomie. Oh Gott. Verstehe ich nicht. Der menschlichen Physis. Ach, mit dem Körper. Sag das doch. Ey, Billy, ich hab schon immer Probleme, wenn Jojo mit ihrem hochgestochenen, warte mal, sie hat's mir irgendwann mal gesagt, mit ihrem eloquenten Gelaber ankommt. Wow. Jetzt bist du auch so eine Scheiße. Nehmt doch mal die Wörter, die hier jeder kennt. Was Scheiße, Ficken, Bumse, Pimmel. Ey, so schlimm ist auch nicht. Ach ja, aber. Ey, fick dich doch. Ja, fick dich doch zweimal. Immer zweimal mehr wie du. Oh, das ist aber jetzt kindisch. Das ist so kindisch. Schön. Das ist nicht kindisch. Du so, hast Kinder, so und jetzt gebt euch mal die Hand und vertragt euch wieder, ja?
Ich nehme ihn in den Schwitzkasten und hänge mich quasi so auf ihn drauf, als dass er mich quasi so hochheben kann mit zwei Armen. Und ich hänge ihm am Hals und versuche so so in den Schwitzkasten zu nehmen. Er kann dabei nicht aufhören zu lachen. Natürlich nicht, das ist ja auch Sinn der Sache. Natürlich. So ein süßes Pärchen. Ich stehe aber nur auf Frauen, es tut mir leid. Ja, ist okay. Jetzt lacht er. Ich meine, da war ein gewisses Grundinteresse, aber ist okay. Mhm. Sag mal, sind die eigentlich echt? Tipp weißt doch mal was? Gegen. Genau, fass doch mal an und sag mir, ob sie echt sind oder nicht. Hm, okay. Und sie nimmt den Bikini hoch. Guck mal, jetzt wird er ganz rot. Also sie ziehen ihn so zur Seite. Beide hängen einfach nur, stehen einfach nur raus. Gravitation existiert für Brüste nicht. Vor allem nicht bei Billy. Okay, er nimmt beide Zeigefinger. Er nimmt beide Zeigefinger und piekst mal rein. Das sind Elfenbrüste. Das sind keine Silikonbrüste. Hä? Ja, aber es sind doch Silikonbrüste. Ja, oder natürlich nicht? Natürlich sind Silikonbrüste, aber Billy sagt, das sind Elfenbrüste, die sind perfekt. Hä? Ey, für Elfenbrüste, das ist so schlimm, ne? In jedem Tritt, pass mal auf, Elfen sind ja so unheimlich schlank und weit aufgeschlagen, also die sind halt groß und unheimlich dürr, aber in jedem Tritt haben die einfach übelste Monsterhupen, das ist doch anatomisch totaler Quatsch, hier merkst du ja auch, dass Silikon ist. Ha, jetzt hast du auch anatomisch benutzt. Er hat ein Wort gelernt heute Abend, der Danilo hat ein Wort gelernt, das wird ihm später wahrscheinlich wieder rausgeprügelt. Awesome. Ja, jetzt habe ich es auch benutzt, weil ich nämlich nebenbei gegoogelt habe, wie das hier Adjektiv dazu ist. Ich bin nämlich lernfähig. Hätte dann nicht mitgerechnet. Na, auf jeden Fall regt mich das immer übelst auf in den ganzen Tritts. Elfen, und vor allen Dingen dann immer dieses, ja, also, ey, jetzt ist überhaupt nichts gegen dich, ne? So. Nee, aber was mich halt nervt, ist dieses, ja, und die bewegen sich immer so galant und sehen immer so hübsch aus. Und dann guckst du dir einfach mal ein paar Elfen auf der Straße an. Ey, die rennen doch auch ganz normal rum und die sehen halt normal aus. Was sie meistens halt, die haben halt weniger Haare am Körper und die haben meistens ein bisschen weniger Pickel und reinere Haut. Aber dieses Quatsche von Elfen sind immer so anmutig und so. Ey, totaler Humbug. Du hast mich echt nicht gerade laufen sehen, oder? Ey, ja, guck mal, klar gibt's auch Elfen, die dann einfach den Hüftschwung haben und die übelsten Stöckelschuhe. Ja. Aber, ne? Verstehst du? Was jetzt, ne? Ich finde das, positive Diskriminierung, finde ich das. Oder einfach nur Stereotypen? Stereo. Was hat denn das da schon wieder mit Zaun zu tun? Google. Warte. Na genau, Vorurteile, positive Vorurteile. Siehst du, jetzt hast du wieder ein Wort gelernt. Nee, habe ich nicht, weil Vorurteile kannte ich ja schon und das kann man ja benutzen. Da brauche ich ja nicht noch ein Wort dafür, das vor allen Dingen klingt wie irgendwas mit Musik. Du bist genau wie Ja, das ist so goldisch. Wer ist denn, Alter, wer nennt sich denn Ja? Kein Problem, verstehst du eh nicht. Boah, Leute, die ganze Zeit macht ihr irgendwelche Anspielungen, dann wollt ihr es nicht erzählen. Es ist ein Kumpel von ihr, den sogar ich nicht kenne. Siehst du, und so einfach kann man's haben. Moment, ganz kurz, OT. Du hast Ja gesehen. Sie kennt, hat sie? Ja. Ich erinnere mich nicht dran. Im Auto, als Billy sagte Ja, da erschien plötzlich dieses Wesen mit den Ästen und so. Ach so. Als sie sagte, das ist ein Sprite und du meintest, was ist ein Sprite und dann wollte sie es nicht weiter ausführen. Ach stimmt, das Ding. Boah, jetzt redest du von ihren Freunden als Ding, ey. Weiß doch nicht, was es ist. Ja, aber das sagt Danilo. Na, es ist halt irgend so ein komischer Avatar von irgendwem gewesen. Anders kenne ich das nicht und das sah ziemlich komisch aus. Ach, eine Online-Bekanntschaft. Also, ja. Da will man nicht immer drüber reden, ne? Schon klar. Nee, Billy ist da sehr diskret. Nee, ist ja auch okay, weil am Ende ist es bestimmt eh irgend so ein Mitte-50-Truckerfahrer, weißt du, der irgendwie vorm Rechner sitzt und dann sagt, oh ja, ich bin so ein Avatar, ein junges, hübsches, aufgemachtes Ding, mit kurzem Rock und sowas. Du scheinst aber einige Erfahrung zu fügen. Ach, Quatsch. Natürlich nicht. Egal. So. Kinder, es wird hier in 10 Minuten losgehen und da würde ich auf jeden Fall nochmal kurz aufs Klo gehen müssen, weil ich will ja dann nicht zwischendurch irgendwie rumhampeln müssen und ein Beinchen zusammendrücken, wie so ein Mädchen, ne? Weil wenn es hier richtig losgeht, dann muss ich halt bereit sein.
Also bis gleich. Hacken hinterher. Viel Spaß. So, und jetzt? Der ist ja lustig, der Typ. Sag ich doch. Und du bist wieder cool, wieder beruhigt? Ich bin voll cool. Mensch, komm nicht immer so wie Schnappmesser. Na, keine Ahnung, irgendwie war ich halt komisch drauf, weil ich irgendwie... Mann, das hat mich halt alles genervt. So, du brauchst dich nicht rechtfertigen. Aber das mit dem Rauch, das machst du nochmal. Was denn? Das hat einfach nur gewindet. Mann, was willst du eigentlich von mir? So, das egal, ist... guck mal, da vorne, die beiden Kerle, die gucken wir uns jetzt mal genauer an, weil die nämlich bestimmt gleich runtergehen. Die sehen schon so aus, als ob die sich fertig machen. Die sind jetzt bestimmt gleich dran. Und der eine Typ da. Hä? Ach so. Welcher eine Typ da? Na, der da, der mit den langen Haaren. Der hat die bestimmt am Ende des Abends nicht mehr. Lange Haare, nämlich was ganz Tolles, da ziehen die Leute immer dran. Du wettest auf den? Ich wette gar nicht. Wie, du wettest nicht? Du musst wetten. Warum? Du hast immer so ein verdammtes Glück bei so Sachen. Mach das. Nee, ich habe keinen Bock zu wetten, du. Ich habe aber auch gerade irgendwie nicht so die Kohle dafür. Deswegen lasse ich das jetzt und guck mir das einfach nur an. Außerdem bringen die Wetten hier sowieso nichts. Pass auf, ich schmeiß uns 50 Nüren ein und wir teilen. Und du sagst, Billy, es bringt nichts. Wenn du willst, okay, aber ich will. Da vorne ist der Typ, mit dem kannst du es klar machen. Na dann sag mir, welchen ich setzen soll, ich mach 50 Nüren für uns klar. Der mit den kurzgeschorenen Haaren und der Brille, der aussieht wie ein Mathematikprofessor? Ja, das ist der kleine Drahtige, genau, nimm mal den. Der sieht nämlich noch relativ flexibel aus. Ich glaube, der läuft, der macht, glaube ich, viel Sport, der andere eher weniger. Und ich glaube, der ist zäh. Ich weiß nicht genau, ob der zäh ist, aber der ist auf jeden Fall relativ beweglich. Das hat man vorhin schon gesehen, das ist eigentlich ganz cool. Der andere ist nämlich eher behäbiger. Der ist zwar ein bisschen kräftiger, aber der ist halt einfach viel behäbiger als der andere. Und es kann sein, dass in dem Typen da noch was drinsteckt. Nimm mal den. Wie noch was drinsteckt? Na, was man jetzt nicht sieht. Also vielleicht, ne? Verstehst du? Ich glaube, da ist mehr drin, als man sieht von außen. Warte, ich gehe jetzt mal dann zu dem hin und frag ihn mal, wie er heute drauf ist. Was? Nee, frag den mal nicht, wie der heute drauf ist. Also nimm mal wieder, wie gesagt, den kleinen Zehen da, der ist, glaube ich, etwas beweglicher und als der andere. Der andere ist halt kräftig, aber... Den müssen wir motivieren. Wir motivieren den jetzt, dass er gewinnen will. Nee, lass den mal. Der macht das schon von ganz alleine, glaube ich. Der hat da schon Bock drauf. Niemand hat... Also doch, die haben schon Bock, sich zu prügeln, aber letzten Endes prügeln sie sich nicht, um die Fresse poliert zu kriegen. Sondern Aggression abzubauen. Kebäm. Shazam. So, gut. Pass auf. Du gehst jetzt zu dem Typen da hinten und machst das klar. Aha. Und ich gehe mir jetzt noch eine Cola holen. Bis gleich. Machst du uns Plätze am Ringrand, klar? Sicher. An der Grube eigentlich, ja, ne? Great. Ja, dann holst du mir noch einen... Hier, sag mal Danilo, er soll mir mal noch einen White Russian jetzt holen. Das habe ich gerade akustisch nicht verstanden. Ich habe gesagt, hier sag mal noch Danilo Bescheid, dass er mir einen White Russian schuldet. Ja, das würdest du dann auch machen. Ja, Flummi geht nämlich gerade und Jojo geht sich eine Cola holen und einen White Russian für Billy, weil Billy in der Zwischenzeit sich jetzt zu dem Typ am Wettstand hin bewegt. Ja, ist sogar eine Type, also eine Frau. Mhm. Oder die Frau dann. Ja, ist okay. Ist unglaublich, aber offenbar muss sie einem gewissen Klischee entsprechen, damit man sie gleich als Buchhalterin erkennt oder als Buchmacherin. Das heißt, sie hat eine Bluse an und auch eine Anzughose, die ist zwar nicht die neueste, ist auch nicht die beste, aber immerhin, ne, sie sitzt an einem kleinen Tisch, hat da mehrere Comlinks vor sich geöffnet, auch ein paar offenbar mit den Bildern der, die sich eingetragen haben zum Schnetzeln heute. Dutt, braunes Haar, sehr gepflegtes Haar, was man nicht unbedingt von ihren Fingern sagen kann. Die sind nämlich, also die Fingernägel sind allesamt abgekaut, trägt keinerlei Schmuck und hat schon sehr, sehr, also sie hat generell weniger Falten, worauf man schießen könnte, dass sie ein bisschen jünger ist, aber die Krähenfüße sind dann doch schon sehr auffällig. Vielleicht hat sie was machen lassen, weiß man nicht. Ja, okay. Dann gehe ich dahin jetzt. Du bist da. Hallo. Guten Abend. Ich nehme an, du möchtest wetten.
Genau, möchte ich. Hi. Hast du schon einen Kämpfer dir herausgesucht? Wir haben uns einen Kämpfer herausgesucht, genau. Pass auf, der Kleine da drüben, der Drahtige, der mit den kurzen Haaren, mit dem kurzgeschorenen Kopf, der aussieht wie ein Mathematiklehrer, mit der Brille auf. Quasi ein Gandhi. Ja, ja, der da, okay, muss kurz nachgucken, wie der heißt. Entschuldige bitte, eine Sekunde. Aha. Das, ich brauche mal kurz einen Edgewurf von dir. Ein Edgewurf? Du musst aber den, weil im Endeffekt hat Sibylle den sich nicht rausgesucht, sondern... Sondern Jojo? Jojo und ich haben zusammen rausgesucht. Gut, dann nimmst du jetzt Edge plus 1, das ist nämlich euer Mittelmaß. Oh komm, fuck you. Ich edge das. Nee. Ja, sag mal so, wenn du möchtest, edgest du das, aber dann hast du es für die nächste tolle Abenteuer-Dings nicht dabei. Nee, ich edge das natürlich nicht. Okay, ich guck kurz nach, der heißt... Ah, Leon. Alles klar, du setzt auf Leon. Gut, wie viel? Mindesteinstieg ist hier 50 Nuyen. Ja, das hatte ich ja schon gesagt, da ist tatsächlich... Die Zuhörer sind Zeugen, ich hatte gesagt, ich setze 50 Nuyen. Ja, mir ist egal, wie viel du jetzt setzt. Mindestens 50, also setzt du 50, sehr gut. Ja. 50, okay, Kurs, alles klar. Du kommst dann einfach nachher hin, du bekommst jetzt hier dieses AR-Tag und dann kenne ich deine Wette. Dankeschön. Schönen Abend noch. Danke. Soweit ich weiß, das müsste der vierte Kampf sein, wo er teilnimmt. Sollten wir es aus irgendeinem Grund nicht bis zum vierten Kampf schaffen, kriegst du natürlich den Wetteinsatz zurück. Okay, cool, danke. Ja, hast auf Leon gesetzt. Auf Leon gesetzt und 50 Öcken vertickt. Okay, also, die Kämpfe werden dann etwas später laut ausgerufen, dass es jetzt also losgeht. Die Menge versammelt sich um den Ring. Man hat noch ein paar, so eine Art Bier, nicht Tische, sondern Bierbänke hingestellt, damit auch kleinere Leute sich hinten da draufstellen können, auch noch was sehen. Ansonsten ist es halt eher schwierig, da noch was mitzubekommen. Aber immerhin ist es eine Grube, das heißt, man hat einen ganz guten Blick. Der erste Kampf ist etwas verhalten. Das sind Leute, die sich anscheinend nichts gegeben haben. Aber dennoch nicht ganz unspannend, denn sie tauen im Laufe des Kampfes auf. Und also man sieht schon ein bisschen Blut und wie sie sich da immer... Naja, versuchen irgendwie zu Boden zu drücken. Da wird einmal der Kopf ein bisschen härter auch da auf dem Boden aufgeschlagen. Also für Billy, es ist nicht unbedingt schön, was da passiert, aber noch verkraftbar. Für Jojo, da geht aber noch mehr. Dann die nächsten Kämpfe sind zwei Kämpfe, wo Leute sich offenbar was eingeschoben werden. Das heißt, ihr habt dort wirklich Berserker. Das sind Leute, die dort reingehen, sich den Chip einschieben und dann quasi alles, was sie fühlen und alles, was sie denken, wird einfach nur überschrieben mit Zerstörung. Das heißt, sie gehen aufeinander los, prügeln sich einfach nur die Fresse blutig, mobilisieren Kräfte, die sie nie haben könnten im Normalfall. Und der erste Kampf von den beiden wird abgebrochen, weil man befürchten muss, dass der eine den anderen gleich, während er ihn hochhebt, volle Kanne dort auf den Boden klatscht und der ist nicht gefedert irgendwie. Und da bricht man dann doch vorher ab und dann klärt den zum Gewinner, der halt gerade hochhebt. Und der zweite Kampf endet damit, dass beide bewusstlos sind, als sie zusammen... relativ harsch mit dem Kopf auf den Boden schlagen und offenbar bewusstlos sind. Das Blut wird natürlich nicht weggewischt zwischendurch, das ist ein Zeichen, dass hier wenigstens was passiert. Die Menge drumherum ist begeistert, jodelt, nein, nicht jodelt, jubelt. Jodelt wäre aber klasse. Sie jodeln auf jeden Fall, wenn du jodeln kannst, kannst du jetzt einspielen, dann geht das. Ich kann nicht jodeln, tut mir leid, nee. Siehst du, voll schlecht, Alter. Aber ich könnte Connys Hupen spielen. Das hört auch aus. Gut. Also die Menge jubelt und heizt sie an. Es riecht nach Schweiß und Männergestank oder Frauengestank, je nachdem. Es ist irgendwie, Bier wird überall mal verkippt, auch auf euch beide. Es ist eine gute Stimmung und es geht ziemlich ab. Wie bei Bloodsport kriegt doch die eine Tussi, die am Ring sitzt, so schönes Blut ins Gesicht von einem der Kämpfer. Das finde ich, jetzt möchte Sibylle auch haben. Kriegst du gleich. Hepatitis gratis dazu. Ich wollte gerade sagen, gern. Geht's ins Auge. Jetzt bin ich voll gegens Mikro gekommen, aber egal. Vierter Kampf mit Leon. War das er wird Leon angesagt.
Der, auf den du gewettet hast, der Mathematikprofessor da quasi, geht nochmal dann zum Ausrufer hin, flüstert ihm was ins Ohr, wirkt etwas angepisst dabei und er sagt, oh, entschuldige, Lien. So, Lien und sein Kombatant treten ein. Hör auf ins TS zu lachen, Flummi. Really? Yep. Ach, wird das jetzt schön. So, es geht los. Lien steht einfach nur da. Lässt die Arme baumeln, den Kopf leicht nach unten, guckt so halb auf den Boden, wie so ein nasser Sack und kriegt voll die erste Watsche ins Gesicht. Das Publikum wirkt etwas erstaunt, aber ne, halt immer noch gut drauf. Er steht wieder auf. Ein zweiter harter Schlag folgt in die Magengrube. Lien wehrt sich nicht, aber Lien steht wieder auf. Lien wird die ganze Zeit brutal und hart verprügelt, inklusive Ellbogen ins Gesicht, Knie in die Magengrube. Braucht manchmal ein bisschen, aber er steht jedes Mal wieder auf, bis schließlich, zu guter Letzt, sein Gegner ihm volle Kanne, ne? Volle Kanne den Ellbogen durchs Gesicht zieht und die Hälfte des Gebisses ist vollkommen übertrieben. 3 Zähne in Richtung euch, also auch Billy, fliegen und Blutspritzer hinterher. Also Billy ausweichen. Hat jetzt ihr Blut im Gesicht. Nein, die Menge ist viel zu dicht, du kannst nicht ausweichen. Ah, ich halte Jojo vor mich als Schutzschild. Das okay, klappt vielleicht. Bedingt, weil sie so klein ist. Ihr habt jetzt beide Blut im Gesicht, hättet ihr aber sowieso gehabt. Daraufhin bricht Lien einfach nur zusammen und wird aus dem Ring gezogen. Waren Fuck. Die besten 50 Minuten deines Lebens. Also Jojo wischt sich jetzt irgendwie mit dem Ärmel das Blut erstmal aus dem Gesicht. Guckt Billy an. Okay, damit war jetzt echt nicht zu rechnen. Sowas habe ich noch nie gesehen. Ich hab dir doch gesagt, ich hätte zu dem Typ hingehen sollen. So ein weiches Ei hätte ich direkt erkannt und hätte gesagt, Penner! Den hätte ich nicht gewettet. Scheiße. Was ist denn okay, mit okay. dem kaputt? Keine Ahnung. Man muss dazu sagen, Lien war gar nicht so ein weiches Ei. Er ist immer wieder aufgestanden. Das war bloß die beste Selbstbestrafung seines Lebens. Ja, wie? So sah es auch aus. Selbstbestraft. Ist das wie so ein Dobby von Harry Potter? Böser Dobby, böser Dobby! Ja, bloß mit Hilfe. Ja. Okay, also ich weiß nicht, was der Kerl entweder eingeschmissen hat oder er hat massive psychische Probleme. Aber eins von beidem läuft da auf jeden Fall ganz fürchterlich schief. Tja. Gott, war das langweilig. Naja. Ich hab mir wenigstens nicht kotzen müssen jetzt. Das stimmt, ich bin auch sehr stolz auf dich. Ich bin auch stolz auf mich. Mensch, das ist ja... Bin ich ja total glücklich jetzt. Die Kämpfe gehen auch noch weiter, so ist es nicht. Es bleibt ungefähr auf dem Niveau der vorigen. Also ein paar Kämpfe sind schon gar nicht schlecht, weil die Leute da einfach völlig aus sich rausgehen, sagen wir es mal so, und sich da wirklich windelweich prügeln oder windelweich prügeln lassen am Ende. Ein paar haben auch sogar minimal was drauf. Also die waren vielleicht 6-mal beim Boxtraining oder die haben so ein bisschen Aikido mal gemacht und können da wenigstens durch so ein, naja, so ein paar Techniken mal ein bisschen Flexibilität in die Kämpfe bringen. Aber letztlich, es ist, das Schöne ist halt wirklich, dass die Lohnsklaven sich da einfach mal prügeln, was Neues ist und dass ein paar da auch wirklich richtig Bock haben, sich da gegenseitig windelweich zu klopfen. Es ist technisch natürlich nicht so spannend und gibt auch nicht ganz so viel Blut wie bei richtigen Grubenkämpfen. Aber rein von der Stimmung auch her, was das Publikum ausmacht, die sind schon auch gut drauf, das muss man sagen. Und das ist ja bei manchen Sachen auch das Wichtigste, ne? Gehst du auch nicht ins Stadion wegen Fußball, gehst hin, weil dich besaufen ganz so coole Leute da sind. Was? Ja, okay, du gehst vielleicht eh nicht ins Stadion wegen Fußball. Nö, ich geh ins Stadion wegen Handball. Wir von den White Russians haben etwas gegen Fußball. Was nicht sehr wirksam ist, aber ja. Ein Messer, um den Ball zu zerstechen. Ein besser mit mich hier, wie heißt ein Blasrohr? Irgendwann Blasrohr schießen lernen. Ja, Blasrohr schießen lernen, das ist total genial. Okay, ihr amüsiert euch noch den Abend, betrinkt euch dann anschließend auch ein bisschen. Ihr könnt auch mit ein paar der Kämpfern reden. Mit Lien nicht übrigens. Der wird weggefahren. Und feiert noch ein bisschen weit wieder ein, dass Jojo wieder was trinken kann. Und naja, sie wird bestimmt sich nicht zurückhalten, nehme ich an.
Die kann ja gar nichts dagegen machen, weil die ganze Zeit Ayatollah ihr was ins Glas gießt. Ayatollah! Geil! Na, also ich sag's mal so, sie hatte eigentlich nicht vor, sich so hemmungslos zu betrinken. Ja, aber du weißt doch, wie es ist. Wenn du den ersten trinkst, dann schmeckt der zweite noch besser. Und wenn du den zweiten erstmal drin hast, ne? Die wird dann erst der, oh, der vierte dann, der ist richtig lecker. Und ich meine, du musst auch bedenken, trockene Luft, wenn du Durst hast, was willst du da machen? Kannst du nicht die ganze Zeit Cola trinken. Außerdem kippt Anatoli ja immer wieder was rein, die Sau. Nee, das hat er tatsächlich nur beim ersten Mal gemacht. Glück für ihn. Oh, sonst kommt Flummi. Nee, sonst kotzt Julium irgendwann die Bude voll. Das ist schon irgendjemand weg. Weil sie da nämlich nicht mehr nach Hause geht, sondern sich da irgendwo hinlegt und pennt. Okay, also, ihr feiert noch ein bisschen und habt einen schönen Abend. Richtig. Und irgendwann gehen wir bei Jojo aufs Bett an Schlafen ein. In Flanell-Schlafanzüge mit Popo-Eingriff. Ne, ihr kennt die doch. Sowas hat Jojo nicht. Wie? Die müssen wir kaufen gehen. Strampelanzug? Ja, die mal hinten aufmachen kann mit den zwei Klitschen. Ja, Strampelanzug. Weißt du, heißen die Strampelanzug? Ja. Okay, ich sag jetzt nichts. Ich glaube, sowas gibt es bestimmt auch für Erwachsene. Ja, gibt es, deswegen wollte ich es sagen. Ja, was soll man denn sagen? Absolut spektakuläres Ende für Episode 1. Spektakulär, ne? Absolut. Wie es die ganze Zeit halt bei uns ist. Es geht ja auch nicht wirklich darum, Shadowrun spektakulärer zu machen, weil das kennen ja eh schon alle, wie spektakulär das sein kann, wenn man epische Momente hat, wie in Matrix und überhaupt so Filme halt. Wir sind nicht dafür, solcherlei epische Runs zu veranstalten, sondern ganz im Gegenteil, bei uns geht's einfach nur um Scheiß, Spaß und Titten, Buttplugs und Sex und Alkohol. Alkohol und Drogen, genau, das ist auch noch sehr wichtig. Das wird auch so weitergehen in Episode 2. Denke ich doch. Wir haben zwar keinen Fahrplan, aber so ungefähr zeichnen sich ja schon gewisse Sachen am Horizont für euch ab, denke ich doch. Ich meine, der ein oder andere, der ein bisschen mehr Gehirnzellen hat als ein Huhn, also sprich nicht auf den Hof scheißt, der wird sich das schon denken können, was bei uns abgeht, ne? Da gibt's, wie gesagt, Veränderungen. Die werden ganz groß, mega groß für die Episode 2 dann angekündigt. Und wir werden da ein Happening machen, wie es, keine Ahnung, wie es noch nie jemand gesehen hat. Nämlich gar nicht. Deswegen wird's auch nie jemand sehen. Ja, was soll ich denn noch sagen? Eigentlich gar nichts. Ich sollte einfach ruhig sein und die Aufnahme beenden und einfach nochmal alle grüßen, die uns doch gerne zuhören. Die White Russians laufen unter der Common Creative License. Deswegen sollen wir euch darauf hinweisen, dass wenn ihr gerne unsere Stücke verwenden wollt, dann bitte edit ein Label. Die Marke Shadowrun gehört Tops, der Firma Tops Incorporated. Das heißt, sämtliche Rechte an dem Namen und auch an sämtlichen Namen in Verbindung mit Tops und Shadowrun gehören Tops. Wir haben nichts damit zu tun. Die Anfangs- und Endmusik von den White Russians kommt von Kremlkrauts, genauer Ivan Ivanovic und den Kremlkrauts. Alles zu finden auf Soundcloud, auch unter der Creative Commons License.